Entgegen des Folgentitels haben wir uns im Gericht und nicht im Sarg versammelt, um den Film Krieg der Bestatter zu besprechen. Herzlich willkommen zu Folge 804 des Nickpods. Mit der Richter heute Abend ist wie immer Christoph Perner. Guten Abend, und ich weiß leider nicht, wie viel meine Yacht gekostet hat. Verdammt. Verdammt. Und die Klage wird heute Abend geleitet von Robert Krüger. Y'all don't know y'all ass from a hole in the ground. Das ist wirklich den lustigsten Witz. Ihr könnt euren Arsch nicht von einem Loch im Boden unterscheiden. Das hatte seinen Kollegen irgendwann an den Kopf geworfen. Okay, aber erstmal müssen wir noch Stefan Giesbert vorstellen, der hier die Anklage vertritt. Nee, die Verteidigung. Oder? Also das sonst, die. Aber wir können auch auf einer Seite sein, Bob. Das passt schon ungefähr. Ja, dann müsste ich dich ja beschimpfen. Nein, ich wollte dich zu dieser sexy Staatsanwältin machen. Ach, zur Staatsanwältin noch? Nee, Staatsanwältin ist nicht. Die war gar nicht Staatsanwältin, die war Verteidigungsanwältin. Gegenanwältin. Ja, Stefan. Guten jedenfalls. Abend. Hallo. So. Da schlägst du Krieg der Bestatter vor und am Schluss schauen wir ein Gerichtsdrama. Überraschend, möchte ich sagen. Habe ich auch nicht kommen sehen. Ich hab echt mit sowas wie, weiß ich nicht, Six Feet Under gerechnet oder so. Weil soll ja lustig gewesen sein. Und dann war es halt eine Frage der Ehre. Bisschen, nicht Ehre. Ganz. Nicht ganz. Eine Frage ja, ohne doch, Ehre. So. Erzähl doch mal, Bob, was war's denn? Krieg der Bestatter. Krieg der Bestatter, genau. Also, der ist inspired by a true story, steht im Vorspann. Und ich habe dann im Nachgang des Films mal ein bisschen nachrecherchiert und tatsächlich, oder inspired by true events stand da, glaube ich, ist schon im Wesentlichen so abgelaufen. Es geht um einen Bestatter, gespielt von Tommy Lee Jones. Der hat irgendwie mehrere von diesen, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt, im Englischen heißt es Funeral Homes. Das sind so Bestattungsbüros, Unternehmen, Häuser, ja, wie auch immer. Also und ist da so im Mississippi irgendwie im Süden relativ gut etabliert. Family Business, sein Vater hat das schon gemacht und was weiß ich, wie viele Generationen das zurückgeht. Und er, long story short, ist irgendwie in eine finanzielle Schieflage geraten und braucht ein bisschen Cash und wendet sich daher an ein relativ großes kanadisches Unternehmen, die wohl relativ viele von diesen Funeral Homes aufkaufen, um irgendwie Teile seines Businesses zu verkaufen, um wieder an Liquidität zu gewinnen, und wird dann von dem über den Tisch gezogen. Und will das nicht auf sich sitzen lassen. Also das droht ihn komplett zu ruinieren. Und als letztes Aufbäumen sucht er sich jetzt einen Anwalt und nimmt da jetzt nicht sozusagen den klassischen Weg, dass man jetzt irgendwo einen Anwalt für Contract Law, wie es so schön heißt da in dem Film, findet, sondern er findet so einen flashy Fernsehanwalt, der normalerweise nur Personal Injury Cases, also irgendwie, was weiß ich, Leute, die sich gegenseitig auf die Fresse gehauen haben oder sowas, oder irgendwie sich gegenseitig um ganz viel Schadenersatz und Schmerzensgeld verklagen können, um da richtig Kohle zu machen. Gespielt von Jamie Foxx, ziemlich schillernde Person, der so im dick aufträgt im Gerichtssaal und immer die große Show sucht und immer die große Geste parat hat. Den engagiert er auf Anraten eines jungen Beraters. Und der will den Case erst eigentlich nicht nehmen, nimmt ihn dann doch, und dann wird es ein Gerichtsdrama und eine Freundschaft zwischen diesen beiden Männern und die Frage, ob sie dieses große kanadische Unternehmen vor Gericht zu Fall bringen können oder nicht, und ganz viel, es klingt jetzt trocken, weil man erstmal an Contract Law und so denkt, aber im Grunde ist sehr viel Rassismus das Thema, und Tommy Lee Jones, ein Weißer, seine Kunden in der Gegend, wo er arbeitet, auch viel arme, schwarze Bevölkerung. Und seinen Anwalt mit dem ganzen Team, auch Schwarze, die Gegner aus Kanada, alles Weiße. Und insofern, da ist viel, viel Spannung im Raum, dann später auch im Gerichtssaal. Und die Frage, wie dieses amerikanische Rechtssystem funktioniert, wird dann natürlich auch wieder aufgeworfen, ob das alles so richtig ist, wie das da abläuft. Wie fandet ihr das? Das ist ja mein erster Punkt gleich. Ist dieses,
dieses amerikanische Rechtssystem, das ist das gleiche, wie wenn ich irgendwelche Podcasts, die ich sehr schätze, über die Opioid-Krise reden höre. So, ja Leute, habt ihr euch selber eingebrocht? Ist doof. Ja, aber... Ja, das, den Gedanken, dass du genau darauf rummeckern würdest, hatte ich schon beim Schauen. Ich dachte so, dass die, was da alles an Themen aufkommt und weshalb dieses Urteil am Ende so gefällt wird, wie es gefällt wird und in der Realität ja auch wurde, das hat alles nichts mit diesem Vertrag zu tun. In Deutschland würde dieses Gerichtsurteil einzig und allein darüber handeln, was dieser Handschlag wert war. Und ob das jetzt ein gültiger Vertrag ist oder nicht. Und in diesem Dings, da sind plötzlich irgendwelche Nazi-Opas und der Kuckucksklan und ich weiß nicht, was da ist alles am Start. Fürchterlich, ja. Und es ist alles irgendwie Teil dieser Verhandlungsmasse und man fragt sich so, what the fuck? Also mit einem deutschen Rechtsverständnis kommst du ja wirklich nicht weit in diesem Film. Das kannst du mal meinem Sohn erklären. Der hat nämlich neulich versucht, hier irgendwas mit Präzedenzrecht für dich zu klären. Und da musste ich ihm erklären, dass das bei uns nicht so läuft. Dass Gesetze gelten, Regeln gelten, egal ob neulich da eine Ausnahme gemacht wurde für irgendjemanden. Ja. Für seine Schwester wahrscheinlich. Musste auf die harte Tour lernen. Ja, scheint also intuitiver zu sein, das Präzedenzrecht. Ja gut, mir ging es jetzt gar nicht um Präzedenzrecht, mir geht es ja darum, ja, dass das... Nur ein anderer blödsinniger Teil des amerikanischen Rechtssystems. Ja, dass du halt nicht den Richter überzeugen musst, der da irgendeinen Sachverstand hat, sondern dass du halt irgendwelche Heinis, die da, also diese Jury halt, und die halt so mit so emotionalem... Ja, Laien im Endeffekt, ja. Gedudel. Ja, ich meine, wir haben das ja auch, Schöffen, aber... Die haben halt einen Richter, in der Mitte sitzen. Also meine Mutter hat das ja früher mal gemacht, als Schöffenrichter. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Ja. Und die hat gesagt so, ja nee, du stellst halt keine Frage, sondern wenn du was wissen willst, dann sagst du dem Richter, was du wissen willst und dann stellt der die Frage, weil nämlich sonst stellst du irgendeine Suggestivfrage und die ist einfach von der Seite des Richterstuhls, wo sie ja dann sitzen, überhaupt nicht zulässig. Und dann kannst du dir nämlich schön mal ins Knie schießen, du willst jemanden verurteilen, kannst aber leider nicht machen, weil du irgendeine dumme Frage gestellt hast. Das ist halt ganz schön doof. Die Jury hier stellt ja jetzt gar keine Fragen, die reden ja überhaupt nicht. Und insofern, das ist ja nicht das Problem, was ich meinte, so, aber ja, im Wesentlichen läuft es ja in diesem Fall darauf raus, dass er die ganze Zeit versucht. Die Macht haben am Ende. Ja, und dass er versucht, also nicht, dass ich jetzt sage, dass das Urteil in einer Form falsch ist oder dass ich jetzt gewollt hätte, dass es andersrum fällt oder so, ganz und gar nicht. Da sind die Sympathien ja schon sehr klar das verteilt. Ist ja umgelegt. Ist ja leicht, für wen man sein soll. Ich muss sagen, ist auch ein bisschen Kritikpunkt, finde ich, weil diese Kanadier, die werden halt als das absolut Böse dargestellt. Was natürlich lustig ist, weil Kanadier sonst nie als das Böse dargestellt werden, sondern eher hast Gegenteil. Du wenig South Park geguckt. Das kann sein, ja. Aber gut, auch in South Park ist das nicht, hat es viele Facetten, egal, weiter. Genau, aber das ist schon hier nicht sehr facettenreich, also die ist schon, die sind halt die Bösen in allem, ja. Das ist wirklich garstig. Das Gute ist aber, dass die Anwältin das nicht ist. Und die Anwältin, by the way, man merkt es ja schon in der ersten Szene, gell? Wenn man die sieht, sieht man schon, okay, das sind die Bösen. Als die diesen Vertrag schon schließen, weiß man schon, okay. Ja. Wie der Handschlag schon gefilmt wird, so. Okay, also geht's jetzt genau darum. Ja. Und dann bin ich mit meinem blöden deutschen Rechtsverständnis gekommen, so, okay, wir müssen jetzt verhandeln, ob das ein Vertrag war oder nicht. Aber darum geht's gar nicht. Ja. Also das finde ich auch das spannende Problem, was ich gerne, naja. Aber ich kann ja nicht nur meckern. Ich fand das Schauspiel zum großen Teil richtig geil. Also insbesondere ja, Jamie Foxx war so gut. Mhm, ich habe den sonst irgendwie, also vielleicht habe ich mich nur falsch erinnert, aber ich hatte ihn nie so stark in Erinnerung. Also mir ist mehrfach aufgefallen, wie gut ich ihn fand. Doch, der war immer so gut. Ja, das also hat er auch. Kann schon sein. Wie gesagt, ich hatte es jetzt nur nicht in Erinnerung und war so ein bisschen überrascht, so, oh, okay, krass. Was habe ich denn, vielleicht habe ich irgendeinen unsinnigen Film, wo er mich so genervt hat, zuletzt gesehen mit ihm oder so. Ich weiß nicht. Jedenfalls, das fand ich so stark. Und aber auch drumherum war wirklich gut. Also hier, ja. Wie heißt der? Jimmy Lee Jones? Nee, so ähnlich. Tom,
Tommy Lee Jones. Jimmy Tommy, egal. War ist ganz schön alt geworden. Ja. Ja. Den sehe ich immer noch in, der war doch in diesem... Oh. Auf der Flucht und auf der Jagd. Ich dachte, du wartest jetzt darauf, dass er irgendwie Aliens... Ja, genau, hier in Black war doch, genau. Genau. Okay. Ja, so. Das ist so, und da war er ja gefühlt schon alt, aber... Ja, genau, der war, das ist ja das Lustige, dass er damals schon so der alte Mann war. Genau, da war er schon der ganz alte. Anschauen wird uns wahrscheinlich auch fallen, dass er da so alt war wie wir jetzt. Ja, vielleicht hat er noch intensiver gelebt als wir. Wirklich. Ja, die, ja, aber Jamie Foxx hatte für Ray den Oscar nicht ganz umsonst gekriegt, ne? Also, ja, der ist schon ein verdammt guter Schauspieler. Und auch, ich weiß noch, dass ich, haben wir irgendwann in der Sneak gesehen mit Tom Cruise, dieser Film, wo er in die Nebenrolle spielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ah, Klick, Live Research, hallo, Jamie Foxx. Mit Tom Cruise? Collateral. Ja, den, stimmt, ja. Den haben wir damals in der Sneak gesehen und da fand ich ihn auch cool. Alles schon ewig her, 2004. Ja, Django Unchained, okay, weiß nicht, da, das ist immer, diese Dinger sind immer alle irgendwie überstrahlt von Hans Lander, wie heißt der Schauspieler? Christoph Waltz. Christoph Waltz. Bei Men in Black war er 51. Ja, also. Hab ich auch gerade geguckt. Schon in unserer Reichweite, ne? In 5 Jahren dann, ne? 5 Jahre, genau. Shit. Dann sind wir wie der Alte aus Men in Black. Oh, nee. Oh je, oh je. Ja, Selbstbild als die Will Smith-Figur. Fremdwahrnehmung. Als Tommy Lee Jones. Ja, damn it. Das klappt auseinander. Ja, aber zum Film, oder also zum Inhalt, also mich hat er nicht ganz gekriegt. Also der hat ja schon auch so Anklänge an eine Frage der Ehre, der zitiert ihn ja zum Teil sogar. Also die Sache mit dem Baseballschläger, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass die in der Besprechung der Tommy Lee Jones mit dem Baseballschläger rumhantiert. Das ist die Szene, wo er sagt, dass die Leute ihren Arsch nicht von einem Loch im Boden unterscheiden könnten. Das ist ein Zitat aus, also ich weiß, der Spruch weiß ich jetzt nicht, aber der Baseballschläger ist auf jeden Fall ein Zitat aus. Ja, den hat er einfach nur Frage so random in der Hand, ne? Also wenn er nicht wegen einem Zitat gedacht ist, er benutzt den ja nicht, er hat den einfach nur in der Hand in dem Augenblick. Ja, vor allem, der ist doch überhaupt nicht in seinem Büro. Also der muss ihn ja... Ja, genau. Das ist einfach nur eine Frage der Ehre, Zitat. Deswegen habe ich dann eigentlich erwartet, dass dann auch dieser Ausbruch von Jack Nicholson kommt. So, sie können die Wahrheit ja nicht ertragen. Dass irgendwie sowas kommt am Ende, kam aber ja nicht so richtig. Und ich fand, also es war mir irgendwie zu egal. Also es geht halt um Geld. Also bei einer Frage der Ehre geht es halt um Mord oder um Code Red, gell? Und hier geht's halt nur um Geld und ja, klar, die blähen es dann auf mit dann noch so einer Rassismusgeschichte, die dann noch drauf gepfropft wird oder die dann als ja, Instrument benutzt wird. Aber eigentlich geht's am Ende doch nur darum, ja, dass man sich von den bösen Kanadiern finanziell nicht fertig machen lassen will. Und das mit dem sein Family-Business, dass er keine Legacy mehr für seine Söhne hat. Genau. Die er ihn vererbt hat. Ja. Das war mir ein bisschen zu random. Also, das hat mich nicht gekriegt, muss ich sagen. Da fand ich das war halt keine Fallhöhe eigentlich. Also, ja, dass er pleite ist, okay. Ja, aber es gehen halt viele pleite. Also, das war mir ziemlich wurscht, muss ich sagen. Ja, ich glaube, es ist eher aus der anderen Perspektive. Ich meine, die Realität hat dieses Skript geschrieben, ne? Also so ist es gewesen. Die beiden Männer sind, es steht ja auch alles im Abspann dann drin, nach dem Urteil gute Freunde geblieben. Und der Anwalt ist dadurch relativ berühmt geworden. Und die Kanadier sind pleite gegangen. Und die Kanadier sind irgendwann pleite. Jetzt hast du das Ende gespoilert. Ist egal. Ja. So what? Okay. Ist doch klar, dass die Bösen am Ende verlieren. Das wäre doch nicht. Nee, war ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Echt, wenn die Bösen am Ende gewinnen würden, dann wäre doch diese Geschichte überhaupt nicht eine Geschichte. Also nee, die hätten ja noch irgendeinen Twist nehmen können. Die hätten ja vor Gericht verlieren können und dann passiert noch irgendwas Spektakuläres oder so. Dann kommt irgendwie von irgendwo noch ein
irgendjemand her, der da, keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht. Also ich war da nicht sicher in dem Augenblick. Das war ich völlig außer Frage. Vor der Verkündung des Urteils. Das war schon sehr stringent daraufhin erzählt. Also, naja. Ich finde es nur so, also das, was mich die ganze Zeit beschäftigt hat, ich fand den lustig irgendwie, an manchen Stellen ist der halt witzig, die Art und Weise, vor allen Dingen wie Jamie Foxx da so, ja einfach durch diesen Film, wie so ein aufgeplusterter Hahn, der sich ständig, ständig durch jede Szene turnt und sich aufplustert und in den Mittelpunkt spielt, dagegen dann diese absolute Ruhepolhaftigkeit, die Tommy Lee Jones ausstrahlt. Also ich fand, weil er halt Bestatter ist. Ja, aber auch, weil er schon auch ein Klischee. Ein alter Mann, aber auch so, er lässt sich auch in diesem Kreuzverhör, wo er ja eigentlich ziemlich an die Wand genagelt wird, sich nicht so aus der Ruhe bringen. Also ich fand, das war so ein Gegenpol. Ja. Der eine ist super impulsiv und der andere ist genau das Gegenteil davon. Ja, auch in den Verhandlungen dann, wo es um den Vergleich geht. Ja, genau. Aber da war der andere ja auch ruhig, weil er ja wusste, was kommen würde. aber trotzdem, die ganze Zeit habe ich darüber nachgedacht, auch später, wenn dann sozusagen das, ich sage jetzt im übertragenen Sinne, blutige Messer gefunden wird, mit dem man die ans Kreuz nageln kann. Das hat halt alles nichts mit diesem Anschlag zu tun. Es ist alles so vollkommen random, ja. Du verhandelst irgendwie, hat der dem jetzt die Scheibe eingeschlagen oder nicht? Und dann vor Gericht verwendest du die Tatsache, dass der mal seine Ex-Freundin betrogen hat. Und das benutzt du dann, um ihn dafür zu verurteilen und zu sagen, ja, dann hat er dem wohl auch die Scheibe eingeschlagen, weil er hat ja auch diese Ex-Freundin schlecht behandelt. So ungefähr funktioniert dieses Rechtssystem. Und da habe ich die ganze Zeit drauf umgekaut und habe die ganze Zeit gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. Das hat doch alles nichts mit gar nichts zu tun. Ich meine, ja, das sind Arschlöcher. Ja. Okay, aber das steht hier gerade überhaupt nicht zur Verhandlung. Doch, und das ist kommt, das Problem. Ja, und also genau, das hat mich nicht losgelassen, die ganze Zeit. Der Film an sich hat es dadurch allerdings irgendwie geschafft, dass ich dranbleibe, dass ich aufpasse, weil das kann doch alles nicht stimmen. Da muss doch jetzt mal irgendeiner kommen und sagen, ja, aber darum geht's hier gerade gar nicht. So, nein. Wie ist dieser Richter da oben? Der saß die ganze Zeit da und so, ja, okay. Ja, nee, stattgegeben, stattgegeben, genau. Stattgegeben. So, hier, oh. Einspruch, das hat damit nichts zu tun. Wo wir dachte, ja, stimmt. Und der Richter, doch, das hören wir uns jetzt mal an. So, Ja. Oh Mann. Ja, ja. Lustig fand ich's nicht. Nee, lustig war's nicht. Ja, der Bob fand's ja total lustig. Nee, nicht total lustig, ja, aber nein, um Gottes Willen. Aber lustig. Ich habe geschmunzelt an manchen Stellen. Ich fand es so. Ich hab das es war natürlich so eine sehr, sehr, sehr runtergedrückte Comedy. Ja, es war schon viel Drama, aber so ein bisschen, ja, war so uplifting am Ende dann irgendwie und so. Man konnte, es war jetzt Drama, ohne dass man sich dabei schlecht fühlen muss. Ja, das stimmt. Ich fand auch Jamie Foxx nicht lustig. Aber vielleicht bin ich auch einfach selber nicht lustig. Andere Art von. Immerhin hast du ihn erkannt, das reicht ja schon. Ja, ja. Ja, nun. Christoph, wie hat er dich, also nee, du hast gesagt, dich hat er nicht gehabt, weil er nicht Frage der Ehre genug war. Ja, nicht nur nicht eine Frage der Ehre, sondern weil es halt um Geld geht. Mich interessiert halt Geld nicht so sehr. Und ja, was du sagst, es war halt so, was dann noch reinkam, war halt so ein bisschen wirr und random. Also ja, dann kommt noch ein bisschen Rassismus rein, aber ein bisschen das rein, ein bisschen das rein. Ja, so what? Also das war mir nicht stringent genug erzählt, aber liegt halt auch daran, dass es nach einer wahren Begebenheit ist. Ich sag's immer wieder, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Also das Leben schreibt einfach nicht die besten Geschichten. Oder man darf dann halt nur irgendeinen Ausschnitt aus dem Leben erzählen. Ich weiß es nicht, also ging hier ja nicht. Ich weiß, ich fand die Geschichte nicht so richtig gut. Ich fand die Schauspieler gut. Aus der Geschichte wurde das gemacht, was man draus machen konnte. Mehr konnte man da nicht draus machen, aber ich finde die Geschichte eigentlich nicht so wert, verfilmt zu werden. Ich fand das eigentlich zu egal. Ja, ich auch. Im Grunde stimme ich dir zu. Ich fand es lustig, dass nochmal der Cochrane
mit seinem OJ-Fall da irgendwie so als Nebenplot auftaucht. Da muss man als South Park-Fan immer dann an die Chewbacca-Verteidigung denken, die im Grunde auch auf Cochran und seiner OJ-Verteidigung basiert. Das ist immer so lustig. Aber ich habe nachgeschlagen, was diese komische Mid-Credit-Scene gewesen ist, wo er nochmal am Schluss in so einem Gang irgendwie einem anderen Mann begegnet. Seiner Figur begegnet. Genau, das, Frage. Ist, ja. Das ist der Mann, der quasi die Vorlage für seine Figur war, dem man da nochmal begegnet und der dann irgendwie sagt, wenn ich mal groß bin, will ich werden wie sie, was halt lustig ist, weil der ist erstens viel älter und zweitens, und er ist er, ja. Und er ist er, also das ist halt so, das war lustig, wenn man es dann verstanden hat. Ja. Und ich musste die ganze Zeit mich fragen, woher ich die gegnerische Anwältin kannte. Und ich habe es dann erst nach dem Film rausgesucht. Journey Smollett oder Ich kenne ihren Bruder ziemlich gut, der, glaube ich, im Gefängnis sitzt. Aus der Empire-Serie. Da ist er einer der Hauptdarsteller. Ich weiß nicht, ob er im Gefängnis wirklich ist, aber der hatte so eine Sache, so ein bisschen wie Gil Ofarim. Der wurde überfallen oder so? Oder es war irgendwie ein rassistischem Anschlag ihm gegenüber, keine Ahnung. Und es stellte sich dann raus, dass es den nicht gab, dass er das irgendwie fingiert hatte. Und das ist alles. Und ich glaube, da ist er, ich glaube, wegen falscher Unterstellung oder so. Ich meine, der ist in den Knast gegangen, aber ich bin mir ganz sicher. Also er wurde auf jeden Fall verknackt in irgendeiner Form. Aber die Schwester haben wir auch schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß aber nicht, wo. Ja, ich muss auch nachgucken. Der Spinnenkopf, Spider-Head mit. Oh. Da war sie eine von den Protagonistinnen, ja, die da immer in diesen Testraum rein musste. Mhm. Genau. Und ich war die ganze Zeit so dieses Gesicht, ich kenne die Frau irgendwer. Und dann habe ich aber während des Films nicht geschaut und im Nachhinein dann so über die Liste drüber gelesen und auch erst nicht gefunden, wo, weil Birds of Prey steht auch noch da, den haben wir auch gesehen. Aber da konnte ich mich nicht, da spielt sie Black Canary. Das war, glaube ich, nicht so eine wahnsinnig mega zentrale Figur. Oder ich tue ihr da Unrecht, weiß ich nicht. Aber jedenfalls Spider-Head war dann der Punkt, wo ich dachte, genau. Jo, brauchen wir Punkte noch. Ja, wir sind alle drei so ein bisschen underwhelmed. Nicht so, dass wir uns ärgern und schimpfen müssen, aber auch nicht so, dass wir begeistert die ganze Zeit schwärmen können und haben nichts mehr zu sagen, oder? Ja, das trifft es, ja. Ich gebe dem jetzt einfach mal 6 Punkte. Wow. Ich fand das nicht verschwendete Lebenszeit. Gucke sowohl Tommy Lee Jones als auch Jamie Foxx wahrscheinlich irgendwie auch beim Kuchenbacken zu oder so, wenn die das mal verfilmen sollten. Insofern konnte man schon machen, aber wie gesagt, das Kopfschütteln über das amerikanische Rechtssystem bleibt halt einfach als zentrales Gefühl zurück und ich weiß nicht, ob das so positiv ist. Aber vielleicht lernt man ja auch was über das amerikanische, also man lernt was, was man nicht wissen und nicht in dem Tiefe, in dem Umfang verstehen wollte, aber jetzt weiß man was man vorher nicht wusste, nämlich dass die da drüben einen an der Waffel haben, was ihr Rechtssystem angeht. Ja, also ich fand's einfach ein bisschen öde und mich hat es nicht gejuckt und ja, die Schauspielerin ist super, alles, was ich schon gesagt habe. 3,5 klingt so böse. Gebe ich ihm noch 4? Aber ich weiß nicht für was. Nee, das ist nicht mein Film und ich mag sogar so Gerichtsdramen, aber der hat mich einfach nicht gehuckt. Ich gebe 3,5. Ja, ich bin da eher beim Bob. Ich gebe auch 6 Punkte. Es war so ein Film, du hattest ihn mir ja schon ein bisschen so angekündigt am Wochenende, als wir uns gesehen haben, so nimm dir Zeit dafür, da brauchst du ein paar Tage für. Ich habe ihn dann doch in einem Rutsch durchgeschaut, gut, weil ich auch dachte, glaube ich noch, dass wir gestern aufnehmen würden. Also hatte ich gar keine Chance, weil ich erst am Montag angefangen habe. Aber ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, dass ich mich da geärgert hätte oder so gelangweilt war. Ich war begeistert von Jamie Foxx Schauspiel und ja, sonst ist er so dahin geplätschert. Also
keine verschwendete Lebenszeit, wie du auch schon gesagt hast. 6 Punkte. Gut, dann lasst uns trinken, würde ich sagen. Hm? Ich habe noch eine Sache zu der Josie Smollett-Sache. Das ist unheimlich lange Wikipedia-Dings. Ich habe es jetzt nur so quer gelegen. Da ging es nicht nur um Hate Crime Hoax. Es ging nicht nur um rassistisch, sondern auch um LGBTQ-feindlich. Und der ist zu 150 Tagen verknackt worden, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß nicht, ob er die noch angetreten musste. Ich glaube ja. Also, tatsächlich in den Knast gegangen. Ja, was trinken wir denn? Ich konnte mich an eine Szene deutlich erinnern, wo sie da saßen und Bourbon getrunken haben. Deswegen trinke ich jetzt auch Bourbon. Ich habe nämlich immer noch kein frisches Eis gemacht, was ich jetzt aber bald machen muss. Ich kriege nämlich Besuch, habe ich gehört. Und ja, deswegen gibt es für mich ein Glas Bullet Bourbon ohne Eis. Den ganz normalen. Nicht, wir haben ja am Wochenende haben wir den gegen die, ach ja, falls das jemand interessiert, wir haben am Wochenende den normalen Bullet Bourbon gegen den 10 Jahre Bullet Bourbon getestet und es war uns also im Blindtest nicht möglich, einen Unterschied festzustellen. Nee. Interesting. Ja. Dann trinken wir faktisch das gleiche. Ich habe nämlich den 10-Jährigen hier stehen. Mit genau der gleichen Szene und genau der gleichen Begründung. Und ja, also wenn ihr da nichts rausschmeckt, dann trinken wir jetzt faktisch also das gleiche in einer Flasche. Der 10-Jährige war aber ein bisschen sprittiger. Wir haben dann festgestellt, dass er auch 0,6 Prozentpunkte mehr Alkohol hat. Also 45 zu 45,6. Also schmeckt man. Nee, es war wirklich nicht zu schmecken, welches der bessere oder der teurere ist. Es war unmöglich. Ich habe dann auf den falschen getippt. Der Preisunterschied ist aber auch nicht so wahnsinnig, oder? Habe ich die falschen Erinnerungen? Ich glaube, die sind relativ nah beieinander. Ja. Sind das nicht schon 8 oder 10 Euro? Also. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich das auch falsch. Verwechsel ich das mit irgendwas? Aber in meinem Kopf waren die nicht so. Na, egal. Wenn ihr hier die Guten trinkt, dann muss ich natürlich jetzt die Bösen vertreten. Ich trinke kanadischen Whisky. Pike Creek. Und das, als hätten wir es abgesprochen, haben wir aber gar nicht. Sehr lustig. Ey, das hätte ich aufmachen können. Ich habe auch noch kanadische Whiskys da oben stehen, die sind aber alle scheiße. Nee, Pike Creek ist sogar, ich habe es überlegt so, ah, ich habe da noch irgendeine so eine gammelige Flasche Canadian Club. Ich glaube, ich habe sogar noch irgend so ein ranziges Zeug. Aber dann ist mir eingefallen, ah nee, Pike Creek ist doch auch Canadian und der ist gut. Also ist nicht die erste Flasche. Ich meinte jetzt auch nicht, dass alle Canadian Whiskys kacke sind, sondern die ich da habe. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich da habe. Die habe ich immer mal geschenkt bekommen. Also diese bekannten Klassiker, die sind halt die sind belanglos. alle, die ich da oben habe, ich müsste jetzt mal gucken, die sind alle Rotz. Also das ist ganz. Wie heißt der mit der Krone? Canadian Crown? Canadian Crown oder Crown irgendwas, ja genau. Ja. Den hab ich glaube ich auch. Ja. Der Klassiker, ja, da steht glaube ich bei mir auch noch irgendwo eine Flasche rum. Canadian Crown Royal, ja genau, diese Flasche Crown in der lilanen Kiste. Mhm. Nee, halt, das ist nicht die ich hab. Was, der kostet 50 Euro die Flasche? Ah, ist eine Literflasche, okay, immerhin. Ja. Oh, gibt's auch mit Pfirsich. Crown Royal Peach. Interessant. not sure. Ein Pfirsichlikör auf Bourbon-Basis? Warum nicht? Also, gibt Schlimmeres. Okay. Den ist nicht. Oh, gibt's auch mit Apple. Also, den ist nichts heilig. Die klauen man ihr Produkt. Ich habe jetzt gerade hier mal bei der Weinquelle geguckt. Bullet Bourbon 24,95 und Bullet Bourbon 10 Jahre 35,50. Wow. Okay. Die Preise sind auch schon ganz schön krass, oder? Ich kaufe den immer bei Amazon bei diesen Sondertagen. Prime Day, da sind die nämlich immer dabei und da kosten sie viel, viel weniger. Ja, stimmt. Das kommt ja jetzt für unsere Hörer und Hörerinnen hier noch gerade gelegen, weil einer von diesen Sondertagen steht ja vor der Tür.
Und wenn ihr euch anschließen wollt, rauszukriegen, dass die gleich schmecken, dann wäre das beide. Jetzt der Moment, wo man dann alle kaufen. Schnapper machen kann. Crown Royal gibt es übrigens auch mit Maple. Natürlich. Klar, natürlich. Ja, kanadisch. Kanadischer wird es aber nicht mehr heute. Das glaube ich auch nicht. Ich bin angefixt. Oh Mann. Das ist wirklich Regalspace, den du sparen solltest. Absolut, ja, vor allem. Meine Bar ist so brutal übervoll. Es ist bei dir muss echt mal jemand vorbeikommen und austrinken oder Likör wegschmeißen. Müssen mal ein paar Fimosen vorbeikommen. Also, wie machen wir weiter? Das nächste Thema ist natürlich Black Mirror. Oha. Staffel Nummer 3, Folge Nummer 4, San Junipero. Mhm. Eine der legendären Folgen. Oft positiv besprochenen. Bekanntesten Folgen, ja. Wo man sich dann sogar mit dem Jan einig wird. Ist das so? Ja. Die findet er auch gut. So habe ich es in Erinnerung, dass es bei uns gesagt hat. Die hat er ausgenommen aus seiner Negativbesprechung. Okay. Können wir da mitgehen? Sind wir da einig? Ist das eine gute Folge? Sollten wir vielleicht erstmal kurz spoilerfrei zusammenfassen, worum es da geht. Also wir sollten kurz spoilerfrei drüber sprechen, also nicht drüber reden, worum es da geht. Ja, okay, genau. Also auf der ersten Ebene begleiten wir eine junge Frau, offensichtlich sehr, sehr schüchtern und ja, so auch schon von der Optik so hingestylt mit sehr, wie soll man das nennen, so graues Mäuschen-Klamotten. Mhm. In einer Partystadt, San Junipero, offensichtlich eine Strand, eine Beachtown, in der es scheinbar nur um Party zu gehen scheint. Ja, und in den 80ern, ne? Und in den 80ern, genau, 1986 oder sowas. Mhm. Und sie stolpert da so durch das Amüsierviertel und scheint sich da sehr deplatziert vorzukommen, lernt dann quasi eine charakterlich komplett gegenteilig aufgestellte Partymaus kennen, die ihr dann da so ein bisschen einen Einstieg in diese Welt und in die Liebe bietet, denn da entwickelt sich eine Romanze zwischen den beiden. Und dann, und da müssen wir jetzt spoilermäßig dann sehr vorsichtig sein, lernen wir Dinge über diese Stadt und über diese, ja, das, was das da ist, was wir da gesehen haben, die man so nicht kommen sieht. Und da lasse ich es jetzt mal bei. Ja, da können wir gleich im Spoiler-Teil nochmal drüber reden. Aber jetzt allgemein erstmal möchte ich doch festhalten, ist schon eine grandiose Folge. Also die hat zu Recht einen guten Ruf. Mhm. Weil sie, also ja, sie verbindet so die Stärken von Black Mirror, dieses ich erzähle eine Idee durch, ich konzentriere mich auf einzelne Figuren, mache eine moralische Problematik mit rein, aber nicht zu viel, mach nicht zu viele Baustellen auf. Und was ist hier, achso, sorry, ich hab dich. Ja, und es ist berührend. Also ich fand es sehr berührend. Ja. Was ich gut fand, ist, dass, also Black Mirror hat ja immer diesen Science-Fiction-Aspekt so ein bisschen oder so ein Technologie-Aspekt. Nicht immer. Nee, nicht also immer, aber in der neuen Staffel gibt es doch Folgen, die nur so Gruselfolgen sind, wo quasi keine Technologie drin ist. Aber so der klassische Ansatz war ja so technologischen Fortschritt in seiner gruseligsten oder in seinen negativsten Folgen zu Ende zu denken. Ja. Und das ist auch hier ein Stück weit so. Wobei ich das Adjektiv vielleicht rausnehmen würde aus dem Satz, aber hier wird auch eine technologische Idee zu Ende gedacht und oder mal durchdekliniert und mal geguckt, was dabei rumkommt. Aber der die Folge gibt das sehr lange gar nicht preis, sondern wir sehen eigentlich nur erstmal eine Romanze und so Partyviertel und 80er Jahre und 80er Jahre Musik, 80er Jahre Mode und so weiter und man fragte sich, oder zumindest ging es mir so, weil du kanntest die Folge ja schon, aber ich wusste nicht Bescheid und wusste nicht, auf was das rausläuft und habe so mindestens bis über die Hälfte der Folge
die ganze Zeit gedacht, so, wo kommt denn jetzt eigentlich mal der Black Mirror Aspekt rein? So, ich habe die ganze Zeit so gedacht, ja, das ist eine schöne Geschichte und irgendwie ist es nett und ich möchte auch wissen, was hat es mit dieser schüchternen jungen Frau auf sich? Warum ist die so, wie sie ist? Was über ihren Background macht sie immer so Andeutungen, aber man erfährt ja nicht so richtig. Also sie sagt so Sachen, dass sie eben ja in der Liebe keine Erfahrung hat und mit Party und so, das sieht man ihr auch an, aber das muss sie nicht sagen, das weiß man sofort, wenn man sie sieht, dass sie da fehlplatziert ist und dass sie da offensichtlich zum ersten Mal in eine Disco geht und solche Dinge. Aber man würde gern mehr wissen, und aber während ich da so drüber nachdachte, was ich alles wissen will und was ich alles interessant erzählt kriege, dachte ich immer, das ist ja schon auch noch Black Mirror. Wo ist denn jetzt, also wann kommt denn der Moment, wo mir irgendeine technologische Entwicklung zu Ende gedacht Spiegel wird? Vorgehalten wird. Ja, sowas, genau. Es ist so toll, wie lange sie dieses, was ist das hier eigentlich, einfach stehen lassen. Sie machen Andeutungen, jetzt wenn man zurückdenkt und natürlich weiß, wie es ausgeht, ist klar so, oh ja, da sagen sie das, da sagen sie das, da sagen sie das. Ist schon klar alles, ja, deutet alles auf das, was es dann am Schluss wird, hin. Aber so am Anfang ist es halt echt gar nicht offensichtlich. Das fand ich so cool. Ja. Also, lassen Sie einen schön lang in der Luft hängen. Ja, und dann, wenn es dann aufgelöst wird, oder also sich so langsam beginnt aufzulösen, dann ist es halt trotzdem, es wirkt nicht als so wie hinten dran geschraubt oder so, sondern wie du gesagt hast, die ganzen Andeutungen, man blickt dann so zurück auf die Unterhaltung, die sie da mit diesem einen Typen, der ihr immer nachstellt, hat und so, dann denkst du so, das ergibt jetzt alles einen Zusammenhang. Jetzt, ich verstehe, was, warum die sich alle so verhalten haben, wie sie sich verhalten, was ich vielleicht am Anfang so ein bisschen, wo ich dachte so, warum wird mir das jetzt noch erzählt? So, ja, jetzt verstehe ich's. Und dann auch dieser Berghain-Club da. Wird da auch ganz am Schluss nochmal drauf referenziert und dann so, ja, okay, man kann das alles auch noch aus diesen Perspektiven betrachten. Es wirkte vorne nicht seltsam und es ist hinten raus, rückblickend dann einfach wahnsinnig gut eingewoben in das, was dir erzählt wird. Und das also ist schon eine tolle Folge. Ja. Ist wirklich krass gut. Ja, und es bleibt halt, bleibt sehr persönlich bei denen. Also die Geschichte. Es erzählt halt nicht irgendein Labor oder einen, weiß ich nicht, drumrum, sondern es ist die Geschichte dieser beiden Protagonisten. Genau. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch in Spoiler-Teil gehen wollen. Haben wir überhaupt noch Bedarf? Weil wenn nicht, dann würde ich jetzt noch eine Andeutung machen, die aber vage bleibt. Also ich brauche nicht das Spoiler. Okay, ich brauche auch keinen Spoiler-Teil. Weil das ist nämlich eins, was ich noch... alles gut. Es gibt ja eine, die ich jetzt nicht beim Namen nennen will, es gibt eine Serie, die dieses Konzept aufgegriffen hat, eben die den Clou aufgegriffen hat, und die aber ganz andere Aspekte davon, auch technische Aspekte beleuchtet, die hier gar nicht beleuchtet werden. Und das finde ich eigentlich gerade gut. Dass das hier so auf der persönlichen Ebene bleibt. So dieses, die müssen Entscheidungen treffen für sich, wie sie damit umgehen, was da passiert. Und das sind halt persönliche Entscheidungen. Und es ist nicht eine gesellschaftspolitische Komponente, die eben, ja, für die du eben mehr Zeit bräuchtest, für die du ja dann eben eine Serie brauchst, um die zu verhandeln. Das wird ja ausgelassen und das finde ich gerade gut. Und das Lustige ist, dass es dadurch halt den Jan-Vorwurf, dass das oft viel zu nihilistisch und zu negativ und von einem zu schlechten Menschenbild ausgeht, das gilt für diesen Film im Endeffekt gerade nicht. Überhaupt nicht. Es ist halt weil das ist so, ich meine, du kannst diese Thematik, kannst du ja viel gesellschaftsnegativer behandeln. Das sehen wir ja in dieser angesprochenen Serie. Aber das wird es hier nicht, weil es einfach hier nicht Thema ist. Es ist hier, das Thema sind diese beiden und deren Leben und finde ich cool gemacht. Also gut, aber die war halt auch zuerst hier, gell? Also diese Serie, die ich anspreche, die kam halt danach. Dann hat man sich halt noch überlegt, so was folgt denn daraus für die Menschen drumherum und ja, gut.
Ja, du erzählst halt anders, wenn du eine ganze Serie erzählst, Platz hast, ganz ja klar. Ja. Aber auf jeden Fall super empfehlenswert. Also sollte man auf jeden Fall schauen. Und ich fand auch, wenn du weißt, um was es geht, also ich habe dir jetzt eine Zeit mal geschaut, auch dann ist es noch lohnend. Es ist einfach eine tolle, ein toller, kleiner Film. Es ist so schön erzählt. Es sieht so toll aus. Es ist ganz wundervoll. Toller kleiner Film. Ja. Sehr berührend. Oh, wer schenkt denn schon nach? Ich. Gott, ich darf nicht sagen, ich muss morgen wieder früh raus. Und malochen den ganzen Tag hier. Ja, ich muss mich mal malochen. Ja, ja. Vielleicht nimmst du dir mal ein Bier mit, damit du richtig malochst. Im Schottergraben. Ja. Oh Gott, dann werde ich vom Zwei-Wege-Bagger überfahren. Das ist nicht so gut. Nee. Was ist denn ein Zwei-Wege-Bagger? Das ist ein Bagger, der normal fahren kann. Genau, der auf der Straße fahren kann und auf Schienen. Und ich dachte, der baggert in zwei Richtungen oder so. Gleichzeitig. Nee, der fährt noch zwei. Das war heute, da haben wir doch auch jemanden im Studium kennengelernt, der nach zwei Richtungen gebaggert. Nee, egal. Da bist du ja direkt hier verbunden mit dieser aktuellen Folge. Ist ja hier auch so. Ja. Dieser Zwei-Wege-Bagger, da musste ich heute immer ein bisschen aufpassen, weil ich habe Schotterproben im Gleisbett genommen, also praktisch zwischen den Gleisen. Und habe dann mal meine Proben zurück zum Auto gebracht und komme zurück und da fährt der Bagger halt gerade über mein Loch drüber und blieb dann neben mir stehen, wo ich dann auch gefragt habe, ihr wisst schon, dass ich hier auf dem Gleis bin, oder? Also ihr fahrt jetzt nicht über mich drüber. Nö, wir sehen dich schon. So, ja, okay. Ich hoffe es. Also er hat mich nicht überfahren. Ich glaube, so viel konnten sich die Hörer jetzt denken, nachdem du hier sitzt und podcastest und relativ unversehrt schlägst. Ich spreche aus dem Jenseits von dort. Na gut, hätte ja sein können, dass ich dann in mein Schotterloch mich hier reinducken müssen, dass der Bagger über mich hinwegfährt. Wäre auch gegangen, das Loch war groß genug. Also ich habe praktisch wie bei so einer Panzerüberfahrübung. Ja, genau. Ist nicht passiert. Da gibt es ja dann einen 4-2er, habe ich gelernt. Ist irgendwie der von der Bahn, der da irgendwie den Hut auf hat. Ich weiß nicht, warum der 4-2er hat, wahrscheinlich nach irgendeiner Norm. Keine Ahnung, ich habe ihn aus Versehen mal, habe ich vom 42er gesprochen, weil ich mich mit jemand anderem drüber lustig gemacht habe, dass das ja der ist, der alles weiß und so und auf alles die Antwort hat und dass das ja lustig ist, dass der dann 42er heißt. Das habe ich mich halt mit einem anderen Nerd, ja, also einen von meinen Bohr-Angestellten drüber unterhalten und der heute von der Bahn, der hat das halt nicht kapiert. Ich so, der 42er hat schon, der so, hä, der 42er? Ach, der 4-2er? Das habe ich auch noch nie gehört. Und habe ich gesagt, ja, das war so ein interner Scherz, ist so ein Nerd-Scherz, Hitchhiker's Guide und so. Hast du schon mal gehört? Hä? Ja, das ist so eine Nerd-Sache mit der Antwort auf alle Fragen und das Universum. Ach so, ja, das kenne ich auch. Ah, stimmt. Ja, und die haben ja auch immer die Antwort auf. Ja, das passt ja sehr gut. So, ja, okay. Witze werden besser, wenn man sie erklärt. Ja, in dem Fall schon. Und ich glaube, ich habe da jetzt einen Witz in die Bahn gepflanzt. Mal gucken, wie sich das verbreitet. Aha. Wenn sie irgendwann auf Plakatwerbung Scherze mit 42 machen, dann weißt du, dass du es warst. Genau. Oder gar bei der Gehaltserhöhung für die Lokführer 4,2% raushandeln. Dann weißt du, das warst du. Das war ich, ja. Ja, morgen fährt jedenfalls keiner, brauchst dir keine Sorgen zu machen. So ich habe mal meinen Bruder gefragt, was es mit dem 4-2er auf sich hat. Mal gucken, ob wir eine Antwort bekommen. Aber es kann auch sein, dass der gerade schläft, der hat Schicht. Weiß ich nicht. Ah, okay. Wo wir gerade über eine Folge geschwärmt haben, wir haben jetzt noch eine ganze Staffel und eine ganze Serie, über die wir schwärmen möchten, Christoph. Ja. Es geht um Ragnarök. Das ist lustig, dass wir vorher gesagt haben, wir machen zwei Spoilerteile in dieser Folge und jetzt machen wir keinen. Weil hier werden wir auch keinen machen, oder? Keine Ahnung, die Sachen, die mich krass beschäftigt haben. Ja, die bräuchten einen Spoilerteil. Die bräuchten einen Spoiler, aber wir haben ja am Wochenende schon drüber gesprochen, deswegen brauche ich da jetzt nicht nochmal mit dir on air drüber zu reden. Aber trotzdem, alle die ich finde, also Ragnarök noch nicht
fertig geschaut haben und das ungespoilert, und es lohnt sich ungespoilert, springt jetzt einfach. Springt zu Wrath of Man Cash Truck. Wie ist denn das da in meine Liste gekommen? Egal, das besprechen wir jedenfalls als nächstes. Und schaut euch Ragnarök an. Je weniger man weiß, umso besser. Also ich wusste halt nichts. Ich musste mir vom Christoph am Anfang, also in der ersten Staffel, ganz kurz so ein bisschen die nordische Mythologie erklären lassen. Aber das haben wir, glaube ich, sogar on air gemacht. Das heißt, ihr könnt einfach auf sneakpot.de nach Ragnarök suchen und nach der vorherigen. Ich finde, wir können schon ein bisschen drüber reden. Ja, natürlich können wir drüber reden. Aber für jemand, der so ganz... Du wusstest ja auch nichts, bevor du es geschaut hast. Und ich finde, diese... Was alles so passiert, ist einfach zu toll. Also ich finde, es schadet nicht, Wissen über nordische Mythologie zu haben. Es schadet aber auch nicht, das nicht zu haben. Also wir beide sind da ja die Beispiele dafür. Es ist eine gute Serie, schon die letzten Staffeln gewesen und auch die dritte Staffel über. Und sie hat jetzt ein Finale, was absolut... absurd gut ist, und man darf sich das nicht spoilern lassen, also auf keinen Fall. Lest nichts dazu, redet mit niemandem darüber. Ihr dürft euch nicht dieses Ende spoilern lassen. Ihr wollt nicht das schon wissen vorher. Also ich bin ja grundsätzlich jemand, der sagt, gute Geschichten werden nicht schlecht dadurch, dass sie gespoilert werden, aber es gibt so ein paar Geschichten, da will man sich nicht das Ende verraten lassen, und das ist hier der Fall. Absolut. Mir ging es dir ja auch so, als wir das Ende gesehen haben, dass wir direkt wieder von vorne anfangen mussten. Oder wollten. Weil's einfach. Wow. Genau. Meine Frau hat so mir über die Schulter geschaut, und ich habe dann so gleich so drauf geachtet, dass sie nicht darin weiterschaut, dass sie dann nicht jetzt so ein bisschen mitschaut. Und sie hat gar nichts damit anfangen und sie hat gesagt, hä, was ist denn das? Was schaust du wieder für einen Quatsch? Und da habe ich zu ihr gesagt, das ist absolut kein Quatsch. Das ist eins der grandiosesten Serienfinale, vielleicht das grandioseste, was ich je gesehen habe. Wir werden diese Serie bald schauen. Ich will die nämlich nochmal schauen. Also das, ja, krass, 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 krass. Krasses Ende. Ja, und auch der Rest. Also es ist ja nicht so, dass man da jetzt sitzt, weiß ich nicht, drei Staffeln sechs Folgen guckt und am Ende die letzte halbe Stunde so, sondern alles, was davor ist, ist auch richtig gut. Aber ich finde, darüber können wir reden, oder? Was davor passiert. Oder findest du auch, dass das da, oder wir können jetzt einen Spoiler-Teil machen, wenn du möchtest. Ja, also, ja. Lass uns, okay, wir machen hier ein Spoiler-Ding, Spoiler-Warnung, springt jetzt weiter, aber wir werden nicht das Ende, auch im Spoiler-Teil nicht über das Ende reden, weil das ist einfach zu gefährlich, das ist einfach zu wertvoll. Okay? Ja, 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 jetzt hat auch jeder, also jetzt haben wir ja wirklich 8,5 genau. Minuten lang angekündigt, dass die Gefahr besteht, dass man gespoilert wird, wenn man jetzt hier weiter zuhört. Genau. Also ihr kriegt auch im Spoiler-Teil nicht das Ende verraten, aber trotzdem, wenn ihr es nicht geschaut habt, springt vielleicht doch drüber. Ja, worüber möchtest du sprechen, Stefan? Ich? Ja? Nein, mir ging es um das Ende. Ach, du willst jetzt über das Ende reden, nein, oder ich was? Will nicht jetzt über das Ende reden. Nee. Nein. Weil du hast gesagt, dass davor auch schon Dinge. Also die Geschichte mit. Ach so, dann haben wir jetzt gerade aneinander vorbeigeredet. Ach so, okay. Genau, ja, also davor ist halt quasi das langsame Zusteuern auf Ragnarök. Das ist ja der Kampf, der abschließende Kampf Götter gegen Riesen, so. Mhm. Ja. Und genau, Thor gespielt von, also Magne, der ja die Rolle von Thor übernimmt, und die anderen Götter, die er in der Stadt trifft, rüsten sich halt gemeinsam. Was ich sehr schön fand, war, dass jetzt diese Liebesgeschichte oder Beziehungsgeschichte mit Saxa endlich kommt. Hatte die sich schon angekündigt? Ich glaube, die hatte sich angekündigt in
in der letzten Staffel, oder? Also ich meine, ich habe darüber schon mal gesprochen. Ja, ja, ich meine auch, dass die schon mal irgendwie was miteinander hatten in der zweiten oder in der ersten nicht, ja? Nee. Nee, das nicht. Ich glaube, das kündigte sich irgendwie an oder ich hatte es angekündigt, dass das kommen muss, weil eben die Frau von Thor Jaren Saxa heißt. Also das ist ja naheliegend, dass die und auch eine Riesin ist. Und die heißt ja nicht umsonst hier, heißt die eine Riesin Saxa und die ich auch super finde. Die Riesen sind ja alle super. Das ist ja. Die sind so toll. Und diese Beziehung von denen, das fand ich auch so toll erzählt, weil dann eben das ja den Thor oder den Magna auch verändert, ja, der wird dann ja zum Arschloch, was er ja ist in der Mythologie. Das ist ja das ist immer so stark vereinfacht, ja, die Götter sind die Guten und die Riesen sind die Bösen, so wie es bei Marvel zum Beispiel dargestellt wird, ja, und dann hast du Loki, der so ein Zwischending ist. Das ist ja viel zu einfach erzählt, ja, das ist ja, wenn du ein bisschen tiefer in die Edda reingehst, ist es halt, nee, die Götter haben halt auch krasse Fehler, ja. Und gerade Thor hat eben, das ist halt ein Schürzenjäger vor dem Herrn und ein Lügenbold und ein Sauf- und Trunkenbold und ein Brutalo, ja, der Dinge einfach mit Gewalt löst, weil er halt die Gewalt auch hat. Und dass das endlich jetzt auch thematisiert wird, dass der eben durch den Hammer, dadurch, dass er halt die mächtigste Waffe besitzt, eben Macht bekommt, die ihn korrumpiert. Das finde ich toll, dass das jetzt endlich erzählt wird. Und dann eben ja, auch krass, wie er sich verändert. Ich finde auch, wie der Schauspieler sich verändert hat, oder? Das in der ersten Folge ist das so ein. Ich habe schon drin geschaut, ob es noch der gleiche Schauspieler ist. Ich war mir gar nicht sicher. Es ist so ein Wicht, gell? Und ja, das gefühlt ja. Ist der, hat er bestimmt 15 Kilo zugenommen und alles nur Muskeln, Schultern. Krass. Ja. Übrigens, bevor ich es vergesse, es gibt ein tolles Buch, was ich empfehlen möchte. Das heißt auf Deutsch Die wilden Götter und ist von Tor Åge Bringsværd. Das ist ein norwegischer Schriftsteller unserer Zeit. Also das ist noch nicht sehr alt, ich weiß vielleicht 20 Jahre alt oder so, keine Ahnung. Und der erzählt so die nordische Mythologie mit so einem gewissen Augenzwinkern und so ein bisschen lockerer. Also so, da kommt sehr stark raus, dass es halt so absurde Geschichten sind. Ja, also der erzählt das halt als absurde Geschichte und gerade diese Geschichten um Thor und so und diese Rangeleien zwischen Göttern und Riesen, so ein bisschen lakonisch, augenzwinkernd erzählt er das. Also es ist überhaupt nicht trocken, sondern es ist so sehr schöne so Urlaubslektüre, was man sich so, ja, das sind halt so, das sind ja wilde Stories, gell? Und die erzählt Tor Åge Bringsværd hier wirklich sehr schön. Die wilden Götter, also wirklich Leseempfehlung, liest sich sehr schön weg. Okay. Ja, aber das kriegt man auch in Ragnarök zumindest in großen Teilen erzählt. Genau. Sie referenzieren ja auch immer wieder auf die, ich wollte jetzt sagen Prophezeiung. Auf die Edda, ja. Auf die Edda. Vieles ist da gar keine Überraschung. Also auch das mit Saxa wird ja auch angekündigt. Da steht dann vor der Folge so ein kurzer Einspieler, wo dann drin steht, ja, Thor paarte sich mit Jaren Saxa, bla bla bla. Und dann weiß man, okay, jetzt das wird jetzt passieren. Und das ist aber nicht schlimm. Also das ist, auch da wieder zum Ende. Es ist so klug. Das ist so klug, wie das am Ende verwoben wird. Ja, also ich könnte verrückt werden. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Weil selbst das ergibt ja dann am Ende einen Sinn. Gell? Ja, selbst ja, diese Einblendung. Auf jeden Fall. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, dann in jeder Staffel loben wir ihn herausragend. Auch hier müssen wir es wieder. Die Figur des Lauritz. Loki. Also Loki. Ja, aber der ist halt der jetzt noch mal stärker als in den beiden davor. Na gut, er war in der letzten Staffel schon wahnsinnig stark. Er ist halt jetzt ein bisschen gebrochen. Er hat ja die Midgard-Schlange geboren in der zweiten Staffel. Oder war das die dritte Staffel? In der letzten Staffel, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es gab. Wir besprechen gerade die dritte. Ah, okay. Also in der zweiten Staffel hat er die Midgard-Schlange geboren. Und
jetzt geht es darum, eben die Midgard-Schlange aufzuziehen und ja, Mutterpflichten zu übernehmen. Und was ich wirklich toll fand, war auch hier wieder die Trans-Geschichte, die erzählt wird und nicht erzählt wird, sondern einfach, ja, die einfach ist. Ja, also es, ja, die Loki-Figur ist nun mal eine Trans-Figur und es ist, ja, oder ist es genderfluid? Ich weiß, ja, so ein bisschen genderfluid ist der, gell? Ja. Es ist völlig egal irgendwie. Da wird nicht irgendwie über Pronomen gesprochen oder irgendwas, sondern es wird halt, der erscheint halt als Mann oder als Frau oder als, ja, wie auch immer, androgyn irgendwie, und er spricht mit seiner, mit seinem Kind, nennt er sich Mama, auch wenn er ein Mann ist und so, ja, und es ist alles kein Problem. Also es ist, ich finde es so gut und liebevoll, wie damit umgegangen wird und wie organisch damit umgegangen wird. Also das ist eben, dass das kein Thema ist, sondern dass es einfach ist. Fand ich grandios. Ja, total. Also das ist so cool, wie er es spielt, also wie die anderen mit ihm umgehen, wie der Film oder die Serie mit ihm umgeht. Er muss da keinen Kampf führen darum, sondern das ist einfach normal. Das ist so. Ja. Ja. Alle akzeptieren es oder nee, noch nicht nee. Mal das. Nee, die nehmen das gar nicht wahr, weil es einfach ja Norm ist. Weil es halt, ja, genau. Das ist halt in dieser Figur. So ist das halt da drin. Ja, so ist er. Das, also, und ich finde es auch von dem Schauspieler so grandios gespielt. Ja, der ist super. Also man nimmt ihn halt zu jedem Moment ab, dass ja. Er jetzt genau in dieser Situation ist. Also, boah. Ja, und wie er dann damit hadert, dass eben die Midgard-Schlange mit Menschenfleisch gefüttert werden muss und dass er das halt nicht will irgendwie. Er füttert die dann immer mit Brötchen und so und die hat da gar keinen Bock die drauf. Wanderer. Das ist so krass. Das ist so gut. Für einen großen Eintopf und nee, auch lieber so 2-3 Wanderer. Spuckt er ihnen den Fuß entgegen. Das ist so gut. Ja, ah ja, so viele kleine Details, die so toll sind und dann eben in dieses Mindfucking-Finale münden. Also es ist der Wahnsinn. Man muss das gesehen haben. Das ist wirklich so eine fantastische Serie. Bob, bist du noch da, Bob? Ich bin hier, ja. Ja, der du musst das noch zurückgelehnt, döst, hat Bob, die Augen halt. Ich befürchte, du musst das noch gucken. Es ist wirklich, es ist so grandios. Also ich fasse zusammen. Wenn man das noch gucken soll, hätte man den Spoiler-Teil nicht hören sollen. Nee. Vergiss es. Nee, wir haben er hat nur nach Ausreden gesucht, warum er es nicht gucken kann. Den eigentlichen Clou haben wir nicht verraten, und das werden wir auch nicht, weil das ist einfach ein wertvolles Ende. Das ist wirklich wertvoll. Das ist eine tolle Serie, Bob. Das ist wirklich. Ja, natürlich geht's da auch um Götter, na klar. Aber das ist halt auch nur eine alte Story, die einfach eine gute Story ist, und die wird hier halt in ein bisschen modernes Gewand gepackt, aber eigentlich ist es einfach eine richtig gute Geschichte. Und auch eine richtig gute persönliche Entwicklung von verschiedenen Figuren. Sowohl was Magna angeht, als auch was Lauritz angeht. Sogar ja. Bei den Riesen, würde ich sagen. Ja, also, absolute Empfehlung. Unbedingt schauen. Ragnarök. Grandios. Genau, dann springen wir jetzt hiermit springen wir wieder raus. Herzlich willkommen an alle, die den klugen Spruch, den Sprung gemacht haben und jetzt direkt nach vorne gesprungen sind. Trotzdem auch an dieser Stelle nochmal die Empfehlung. Schaut euch Ragnarök an. Es ist so gut. Wir haben noch einen weiteren, ich habe mich eben schon versucht, Wrath of Man, Cash Truck. Sind es zwei Filme, ein Film? Wer hat das überhaupt draufgeschrieben und warum habe ich das überhaupt nicht mitgekriegt? Wo war ich da, als ihr das besprochen habt? Das war ich. Und ich weiß nicht, warum du es nicht mitgekriegt hast. Das ist ein Film mit zwei Titeln. Also Wrath of Man heißt er im Englischen. Sagt das irgendwas? Die in Anführungszeichen deutsche Übersetzung
weil es natürlich dann wieder ein englischer Titel ist, lautet Cash Truck. Der neueste Film von Guy Ritchie, 2021. Ach ja. Mhm. Rausgekommen in der Pandemie, glaube ich, auch gedreht worden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ja, Jason Statham in der Hauptrolle und Josh Hartnett. Oh Gott, du wirst nicht müde, solche Filme zu schauen, oder? Nee, ich mag dieses Genre. Das ist ganz lustig. Also mal wieder hat jemand ein particular set of skills. Und bevor ich jetzt, also sozusagen bevor man in den Spoiler-Territorium kommt, ist die Geschichte folgende. Jason Statham wird eingestellt bei einem Sicherheitsdienst, der so Geldtransporter fährt. Und ja, macht da so ein Bewerbungsverfahren durch, hat irgendwie irgendwelche Credentials, nee, wie sagt man, auf seinem CV sind gute Arbeitsleistungen aus europäischen Sicherheitsunternehmen und offensichtlich gut genug, dass die Amis ihn dort einstellen in dieser Stadt. Aber er ist ein sehr wortkarger Typ, redet nicht viel über seine Vergangenheit, redet nicht viel darüber, was er so, wo er so herkommt. Aber scheint so, ja, in seinem Einstellungstest kommt er gerade so durch, aber es reicht irgendwie, sie stellen ihn ein und irgendwie mögen sie ihn, weil er so ein ruhiger, verlässlicher Typ ist, der irgendwie cool wirkt. Und dann kommt es zu einem Überfall auf einen dieser Cash Trucks und dort scheint er irgendwie über sich hinauszuwachsen, indem er das Protokoll verletzt, die sollen eigentlich ja immer irgendwie, weiß nicht, nach Hause funken und nicht kooperieren und dann irgendwie, wenn sie angegriffen werden und keine Chance mehr sehen zu überleben, dann doch kooperieren und das Geld rausgeben oder irgendwie so, ich weiß nicht, die haben da so gewisse Regeln, an die sie sich normalerweise halten sollen, macht er nicht, sondern er zieht seine Knarre und knallt alle 6 Angreifer komplett ab mit unfassbar präzisen Schüssen und dann kommt natürlich die Frage auf, das kann doch nicht sein, in seinem Einstellungstest hat er die Scheibe kaum getroffen. Und jetzt macht er sowas. Offensichtlich Nerven aus Stahl, was ist da los? Und dann denkt man ja erstmal so, wenn man viele, wie du sagst, ich gucke viele solcher Filme, dann denkt man erstmal so in die Richtung, der ist halt irgendwie, keine Ahnung, Ex-CIA, Special Agent, Kasse nicht gesehen, Ex-Marine, irgend sowas und fängt jetzt an, aber zum Glück fällt der Film nicht in diese Falle, sondern es ist deutlich komplexer als das. Es ist natürlich am Ende kein Shakespeare, das ist alles irgendwie Actionfilm, Guy Ritchie. So, und am Anfang diesen Part, den ich jetzt erzählt habe, das sind so vielleicht die ersten 15 Minuten oder so, oder lass es 20 sein, die sind so sehr darauf getrimmt, dir zu erklären, dass diese Gruppe von Sicherheitsbeamten da so ein bisschen von toxischer Männlichkeit geplagt ist und dass die sich alle die ganze Zeit Sachen am Kopf hauen, die echt nicht nett sind und so. Und irgendwie, das war sehr anstrengend. Da hatte ich das Gefühl, dass ich vielleicht diesen Film nicht werde zu Ende gucken. Aber dann fängt es an, interessant zu werden. Also wir erfahren dann zum einen, was sein Hintergrund, sein eigentlicher ist, aber auch eben nicht komplett. Und wir sehen dann eine Szene, die der ganzen Sache seiner Einstellung vorausgegangen ist. Also der Film macht so einen Rücksprung. Und dann werden gewisse Leute als Bösewichte aufgebaut, aber relativ ein bisschen später im Film dreht sich das nochmal und es kommen nochmal andere Player dazu und es ist dann so eine typische Guy Ritchie-Geschichte, wo so Verwicklungen und mehrere Ebenen in der Zeit, wo uns das erzählt wird, also was passierte vorher, wir haben es nicht komplett gesehen, wir haben nur Ausschnitte davon gesehen, dann springen wir wieder in die vermeintliche Jetzt-Zeit, in der wir den Film begonnen haben, zurück und dann erfahren wir so nach und nach was aus seiner Vergangenheit und wieder was aus der Gegenwart und dadurch bleibt es interessant und dieses Macho-Getue, dieses toxisch-männliche, klar, es sind Gangster und die reden einen Haufen Blödsinn und schießen mit Waffen und so weiter, aber dieses Anstrengende, was er am Anfang hatte, so die ersten 15 Minuten, wo ich dachte, ich höre wieder auf, das ging dann zum Glück weg und wich einem klassischen Crime-Action-Thriller-Ding mit so einer visuellen Guy Ritchie-Coolness. Das ist nicht Guy Ritchies bester Film, far from it, aber es war dann am Ende im Fazit doch ein sehenswerter Actionfilm, den ich okay fand, der mir Spaß gemacht hat und von daher, wenn man Guy Ritchie Completionist ist oder bleiben möchte oder werden will, dann tut man sich nicht falsch daran, den anzuschauen. Und wer Jason Statham gerne in... Der, den wir neulich hatten, der in Afghanistan spielt?
Aber das ist ein komplett anderes Biest, aber stimmt, dann ist das vielleicht gar nicht richtig, was ich gesagt habe, dass das der neueste ist von. Nee, ist nicht der neueste, da sind noch zwei danach gekommen. Da hat zwei danach gekommen, siehst du, dann habe ich ja Unfug erzählt. Operation Fortune und Covenant, das war der, den wir in Afghanistan gespielt hat. Den hatten wir nicht so gut besprochen, glaube ich, gell? Nicht so richtig gut, meine ich. Ja, also das kannst du super schlecht vergleichen, weil was schon eher so lustige Gangster-Sache ist. So wie hatten wir auch mal diese Gangster-Geschichte. Rock'n'Roller oder was? Nee, das ist so nicht so alt. Wir hatten nochmal so eins, wo ging es irgendwie um unterirdische Hanfplantagen und sowas. Irgendwie Gentleman oder? Gentleman, genau. Ja. Der war so deutlich lustiger. Wrath of Man nimmt sich schon ernster. Also im Endeffekt geht es auch um ein totes Kind. Oh Gott. Also ist ich bin raus. Der versucht nicht. Ja, das ist, also was heißt Kind? Der war schon 20 oder so. Aber halt ein Sohn, der drauf geht. Mhm. Und er versucht nicht lustig zu sein. Das definitiv nicht. Er versucht, aber er ist jetzt auch nicht so ein Actionfilm, der sehr viel Wert darauf legt, dass du jetzt die rausblätternden Gehirne an der Wand siehst. Sondern das ist schon so klassische Action, wie man sie früher gemacht hat. Es wird geschossen, man sieht ein bisschen Blut, wenn jemand getroffen wird, aber das wird nicht in übertriebenem Maße visuell ausgereizt, sondern geht schon eher darum, klar, es gibt große Schießereien drin und so weiter, aber es geht dann schon eher darum, so wie kommen wir jetzt aus der Situation raus und wer flüchtet wohin und wer kann wen vielleicht irgendwie austricksen und so. Also eher ein klassischer Actionfilm mit den Looks, die Guy Ritchie halt auch hinzaubern kann. Wie gesagt, kein Meisterwerk, aber auch nicht kein schlechter Actionfilm, kann man gucken, und Gentleman fand ich besser, Covenant, weiß ich nicht, ist halt, dadurch, dass es ein Kriegsfilm ist, das ist überhaupt nicht das gleiche Genre, das kann man schwer vergleichen, das ist das Einzige, was die beiden eint, ist, es sind beides Guy Ritchie-Filme, aber das finde ich ist nicht, die spielen nicht im selben Genre, in derselben Kategorie. Schwer zu vergleichen. Ja, so viel dazu. Okay. Ich glaube, das ist nicht mein Film. Fürchte ich. Ich hatte den irgendwann, weil ich Jason Statham auf Instagram folge schon seit ewigen Zeiten. Echt, lohnt das? Nein, ist auch egal, aber man macht halt solche Dinge und dann sieht man irgendwelche Sachen, die so posten, und irgendwie hatte ich halt gesehen, er hat diesen Film und dachte so, okay, Statham, Guy Ritchie, wenn das rauskommt, dann gucke ich das mal. Und dann hatte ich das irgendwie bei Wer streamt es auf die Watchlist gemacht, dass es mir Bescheid sagt. Dann habe ich das über Jahre hinweg vergessen. Und dann kam das neulich hoch, dass das bei in der ZDF-Mediathek of all places plötzlich frei verfügbar war. Ja, und dann habe ich ja geklickt und habe es geguckt. Okay. Das sind so meine Guilty Pleasures, ihr kennt mich doch. Ich muss immer Actionfilme mit Schießmenschen gucken. Das stimmt. Ja, aber wenn ich jetzt hier sehe, schon wieder Guy Ritchie, schon wieder Jason Statham, Operation Fortune, der dazwischen, zwischen Covenant und Wrath of Man ist auch ein Jason Statham Film von Guy Ritchie, bin ich doch direkt dabei. Direkt nächst auf die Liste. Und ich wette, wenn ich jetzt bei Wer streamt ist, das muss ich jetzt kurz ausprobieren, ob ich den schon... Live Google in der Sendung. Ja. Wahres Podcast-Gold. Absolut. Ich muss einfach nur das Loch zumoderieren, ist kein Problem. was bei dir diese Jason Statham-Filme sind dann bei mir die Christmas-Romantik-Komödien. Ich hätte jetzt Ana de Armas-Filme gesagt, aber... Ja, oder das, ja. Ja, ich habe recht. Ich habe Operation Fortune ist auch schon auf Watch geklickt. Konnte mich nicht mehr daran erinnern, ob ich das gemacht habe. Aber es passt ins Bild. Obwohl, den letzten Ana de Armas-Film hast du hier besprochen, den ich schauen werde, sobald ich Apple Plus habe. Ghosted. Bin auch gespannt drauf. Ja, stimmt. Auch kommt auch beim Apple demnächst.
das ist ein System Seller, nicht das, was du vorhin gesagt hast. Wir hatten es ja vorher darauf, dass du versucht hast, mich zu überzeugen, Apple mir der zu abonnieren. Der System Seller ist und bleibt Ted Lasso. Ja, genau. Und, was kommst du mit einem Scorsese-Film? Also echt, damit brauchst du mir echt nicht kommen. Da, kein lahmen Hund hinterm Ofen hervor. Also es gibt noch andere Scorsese-Filme, die ich nicht geschaut habe, weil ich den einfach so grandios überschätzt finde. Also ich mag halt seine Filme nicht so wahnsinnig. Ah ja. Also während ihr übrigens über Ragnarök geredet habt, hatte ich mich stumm geschaltet und habe Hannah Waddingham mit Jason Sudeikis auf der Bühne singen hören. Das ist ein geiles Video. Das ist so gut. Geiles Video. Und ich hatte es schon viermal gesehen. Ich habe es jetzt nochmal geguckt, während ihr über Ragnarök geredet habt. Ein Loblied auf die Stummschaltentaste. Ja, gut. Mit einem Bein auf der Stummschalttaste ist auch einer von euch, denn der andere möchte über mit einem Bein reden. Ah, ja, ich möchte nur kurz pluggen. Okay, also dann der Stab. Was? Er hat auf die Stummschalttaste gedrückt. Ja, sehr gut. Oder ich habe ihn aus der Sendung geschmissen. Hast du? Nein. Das wäre aber lustig. Das wäre lustig, ja. I'm still here. Und jetzt nicht. Oh Mann. Schön, nach 800 Folgen kommen wir endlich auf solche Gags. Finden wir auch sowas lustig. Mit einem Bein ist eine Folge der Krimiserie, der ZDF-Krimiserie Soko Leipzig. Ach, ja, ich weiß, das klingt wahnsinnig angestaubt, das ist mir schon klar. Mehr sexy wird es heute Abend nicht mehr, oder? Schütte ich mir direkt den Bourbon in die falsche Röhre. Warum guckst du sowas? Wenn dir das nicht sexy genug erscheint, Stefan, dann schau dir bitte die Protagonisten der momentanen Staffel an, die sind alle sehr sexy. Alle vier. Ich glaube, die waren nie so gut aussehend wie momentan, aber das ist nicht das Thema. Ich habe schon wieder vergessen, von was Soko reden Leipzig. Wir? Soko Leipzig. Kann man sich anschauen in der ZDF Mediathek. Ich habe ja keinen Fernsehanschluss mehr, also keinen Kabelvertrag mehr. Und das hieß auf was? Ein halbes Bein? Nee, wie hieß das? Oh, mit einem Bein. Ich finde, so hätte es heißen sollen. Ich glaube, das ist so die drittletzte Folge oder so, also aktuelle Staffel. Ich glaube, drittletzte oder sowas. Also habe ich vorgestern geschaut, glaube ich. Und ja, möchte ich hier kurz empfehlen, doch auch mal in die Mediatheken zu schauen. Denn manchmal ist da auch Gold drin. Auch selbst in solchen Serien, die seit, ich weiß nicht, ist glaube ich die 20. Staffel oder so. Staffel 24, Folge 8. Ja, genau. Jedes Jahr, und die heißt halt 24 Staffel, weil es halt das 24. Jahr ist. Gell? Also das ist halt wirklich eine krass alte Serie mittlerweile. Aber manchmal kommt dann auch Gold. Und diese Folge ist von der Story her, ja, ganz normale, ja, so ein Whodunit-Krimi halt. Wie man das erwarten würde bei Soko Leipzig, Soko Köln, Soko Wismar, Soko Stuttgart, keine Ahnung. Ja, gibt ja unzählige davon. Gibt immer noch keine Soko Aschaffenburg, oder? Kommt mal Zeit. Nicht, nee. Skandal. Soko Obernburg. ich befürchte, es ist kein Raum für 24 Staffeln bei Soko Obernburg, aber gut. Nee, das Besondere an dieser Folge ist, dass da irgendwie allein bei 24 Staffeln mal die Anzahl der Folgen hast du schon die halbe Bevölkerung von Obernburg umgebracht. Das ist wahrscheinlich, ja. Stimmt, weil das sind auch immer so viele Folgen pro Staffel, ja. Ich weiß nicht, wer da verantwortlich war, ob das der Kameramann war oder der Regisseur oder die Regisseurin, ich weiß es nicht. Das wirkt zeitweise wie ein Wes Anderson-Film. Es ist wirklich lustig. So typische Wes Anderson-Optik, also sowohl was das Farbschema angeht, als auch was dieses frontale Filmen von Personen angeht. Es ist kein Sprecher aus dem Off, das hätte noch gefehlt eigentlich. Aber sonst, ja, hat ziemliche Wes Anderson-Vibes. Also ich fand es sehr lustig. Und das eben in Kombination mit so einem, ja, recht herkömmlichen
deutschen Krimi, gell? Also mich hat es so ein bisschen erinnert an diesen Tatort damals, diesen Moreau-Tatort, der hatte irgend so ein Opernthema, der so ein Western war. Könnt ihr euch erinnern? Diese riesigen Schießerei dann. Eine Schießerei auf Bowling Green. Ja, mit den Nazi-Zombies am Ende. Fantastisch. Und daran hat es mich so ein bisschen erinnert, weil es eben so, ja, das ist ein ganz normaler deutscher Krimi. Man merkt noch, dass das ein Tatort ist, aber es ist jetzt auch ein Western. Und so war das hier auch so. Es ist eine ganz normale Soko-Schlag-mich-tot-Folge, aber es ist auch irgendwie ein Wes Anderson-Film. Also es ist, ja, ich fand es lustig. Es ist natürlich nicht so stilisiert wie Wes Anderson, klar. Also ja, versteht mich nicht falsch. Aber es war so sehr deutlich so eine Handschrift, die so eine Hommage daran schreibt. Also fand ich sehr schön. Deswegen hier auch die Empfehlung, schaut doch hin und wieder mal in diese Mediatheken von den Öffentlich-Rechtlichen, da ist auch manchmal Gold drin. An Stellen, wo man es gar nicht denkt. Wenn ich mir jetzt überlege, dass du die letzten, weiß ich nicht, 3-4 Jahre vermutlich regelmäßig diese Serien geguckt hast und alle nichts waren, bis auf die eine, die du jetzt heute empfiehlst, da warte ich doch einfach im Sneakpot drauf, dass du mir das empfiehlst und dann gucke ich die, genau. Kann man sich ja problemlos in der Mediathek machen, ja? Für ein Jahr oder was vorhalten, wird die ja vorgehalten, kann man sich runterladen? Nee, die sind alle drin, glaube ich. Ich glaube, du kannst alle, ich meine, du kannst sogar alle Staffeln schauen. Okay, ja. Ach nee, so altes Zeug gucke ich ja nicht. Nee, eben. Nee, das ist aber ganz, ganz modern. Also, ja, kann man schauen, wirklich. Es ist halt, ja, es ist halt deutscher Krimi, aber es ist auch irgendwie Kunst. Und auch so ein bisschen freakig, bisschen abgefahren, dann mit so, auch so freakigen Figuren, ja, also so, die eine Verdächtige ist so eine, oder ist die Tochter vom Opfer, die aber dann auch Verdächtige ist, die hat so ein bisschen so eine, wow. Wie sie laut vielleicht. Sorry, so ein, Flasche Weißwein. So ein Kickboxerin-Background und auch ein Gewalt, also so ein bisschen kürze Zündschnur, was zu sehr lustigen Aspekten führt. Also ich finde es wirklich eine lohnende Folge. Also ja. Ja, aber du hast recht, Stefan, natürlich. Ich hab das sehr stark schon gesichtet. Also ja, dann. Weil meine Frau schaut abends einfach gerne diese Soko. Ich glaube, sie schaut Soko Stuttgart und Soko Leipzig und manchmal Soko Köln. Oh ja. Siehst du, dann und warte ich doch einfach, bis du mir was empfiehlst, beziehungsweise der geschätzte Kollege Andi vom Nerd Talk, der ja auch regelmäßig Perlen aus den Mediatheken ja. ausgräbt und bei denen im Podcast bespricht. Für uns ist das so ein bisschen so der Starter, so das Warmwerden am Abend, wenn wir schauen oft nicht direkt unsere Serien, die wir gerade schauen, sondern schauen eben erstmal eine Folge Soko irgendwas und dann gehen wir in Brooklyn Nine-Nine zum Beispiel oder was halt gerade ansteht oder Upload oder sowas. Ja. Was haben wir denn noch für Themen? Okay. Wir haben noch die Bromania. Jetzt ist es fertig mit der Fernsehthemen sozusagen. Wir reden über Football, wir reden über die NFL, wir reden über den Podcast von Björn Werner und Patrick Gesumme, die einmal im Jahr, also letztes Jahr und dieses Jahr, vor dem Deutschlandspiel eine Live-Show gemacht haben. Dieses Jahr hat sie hier in Frankfurt in der Jahrhunderthalle stattgefunden. Und ein ehemaliger Arbeitskollege und ich haben uns Karten dafür organisiert. Das heißt, er hat die Karten organisiert, ich bin nur mitgegangen. Sind dann da hingegangen und haben den beiden 3 Stunden beim Reden und Quatschmachen zugeguckt. Also Live-Podcast, so wie wir in Folge 500. Ja. Ja, nee, ein bisschen mehr. Ein bisschen professioneller. Ja, und halt mit Gewinnspielen und so weiter und Gästen. Also die haben ein bisschen geredet, aber die haben dann halt so ihre Crew, irgendwie Kasim und die ganzen, die da noch bei denen abhängen, die waren eine Zeit lang auf der Bühne, die haben dann auch bei den Gewinnspielen immer die Leute aus dem Publikum gefischt, die dann irgendwie gegeneinander in irgendwelchen Battles antreten konnten, um Karten für den Sonntag für das Patriots-Spiel in Frankfurt zu bekommen. Und
Dann hatten sie zwischendurch Gäste da, irgendwie den NFL-Deutschland-Chef und Moderatoren und eben auch ein paar Spieler, also zwei deutschsprachige Spieler von den Colts, den Defense-Chef von den Colts sozusagen, also der Spieler, der hat in der Woche davor zwei Sacks gehabt, also Fumble-Sacks, wo er dem Quarterback den Ball weggenommen hat und Pick-Six, ich weiß gar nicht, ob es ein Sack war. Jedenfalls hat er sich den Ball von den Gegnern geschnappt und zum Touchdown zurückgetragen, was halt schon ein geiler Move ist für die Defense. Das ist die einzige Chance, dass die überhaupt Punkte machen können. Der war da und dann hatten sie noch einen ehemaligen Patriots-Spieler, der jetzt auch irgendwie mit der Organisation da unterwegs ist, der zum einen in einem Super Bowl gegen die Seahawks mal eine Interception gefangen hat und damit den Super Bowl quasi gewonnen hat. Das heißt, der ist schon einer von den ganz Großen. Okay. Also auch für die Patriots gewonnen hat. Der aber irgendwie dieses deutsche Bier verkostet hat und man hat es ihm leider ein bisschen angemerkt. Also er war noch so fit, dass er ein Salto aus dem Rückwärtssalto aus dem Stand machen konnte. Wow. Aber sonst, ja, er wirkte auf mich so ein bisschen teilweise betrunken, teilweise bekifft. Also war so ein bisschen so ein Hauch daneben. Okay. Ja, Ex-Spieler halt, wenn du, ja. Ja, das war cool und auch die, sie hat noch eine amerikanische Moderatorin da, die sie wohl erst in der Woche davor, als sie irgendeine Moderation zusammen gemacht haben, sie gefragt haben, ob sie Lust hätte und sie hat dann irgendwie da schon von gehört und das war wohl ein großer Hype, also diese Bromania ist insbesondere in Amerika bei den Moderatoren und bei der NFL sehr hoch angesehen, das eben weil große Nähe zu den Fans, große Begeisterung und so. Mir hat es auch total Spaß gemacht, ich fand es richtig schön, ich würde nicht nochmal hingehen. Hä, warum? Weil ich gefühlt es jetzt erlebt habe und die beiden mit Leuten reden hören, die zwar nette Sachen sagen, aber die jetzt nichts Neues sagen. Also ein NFL-Deutschland-Chef wird keine Geheimnisse oder Neuigkeiten ausplaudern und wie so ein Sportsfunktionärs-Dasein ablaufen kann, ja, finde ich jetzt auch nicht so spannend. Mhm. Also da war vielleicht das Spannendste noch diese Moderatorin, die so ein bisschen von ihrem Werdegang erzählt hat. Der eine österreichische Offensive Liner von den Colts, der eben Starting Line ist, also der spielt jeden Offensive Spielzug, ein richtig krasser Typ, also eine krasse Rolle, und der war so, im Englischen sagt man humble, ich weiß jetzt nicht, wie das auf Deutsch heißt, so bescheiden, freundlich, hat sich einfach gefreut, dass die Leute da waren, dass sie für ihn geklatscht haben, dass sie gejubelt haben, dass er so ein bisschen erzählen konnte, ja, und dann war das so und dann haben die mich da geholt und ja, ach, und es ist eigentlich ganz schön und die Leute sind alle nett und also so, wirklich so, so total auf dem Boden geblieben und dann kommt halt irgendwie dieser andere Typ mit dem Rückwärtssalto, der betrunken ist und halt einfach nur, ja, nicht angibt, aber schon so ein bisschen drüber ist und so Action macht. Ja, also, ja, war nett, war schön. Aber ja, dann haben sie vorher irgendwie erzählt, oh, sie freuen sich total auf den Foodtruck und dann stehen wir da mit dem Kollegen an und der Kollege irgendwie so, sag mal, so Burger-Foodtruck, oh, wir hatten richtig Bock auf geile Burger und so. Sag mal, guck mal, da steht Burger King. Das ist halt ein Burger King-Foodtruck. Ja, nee, das braucht man auch nicht. Und dann sind wir reingegangen in der Festhalle, nicht in der Festhalle, in der Jahrhunderthalle und da hatten sie dann auch irgendwie Pulled Beef Burger. Die waren aber leider aus und wir waren irgendwie 40 Minuten vor Anfang der Show da, um uns so ein Ding zu kaufen. Ja, dann haben wir halt Bratwurst gegessen, die halt Bratwurst auf dem Elektrogrill war. Ja, weil es halt drin war. Also, es war irgendwie. Ja, also war nett, hat Spaß gemacht. Einmal gesehen, mir persönlich reicht's, also da gebe ich die 60 Euro dann lieber irgendwie für ein geiles Konzert aus oder so. Wow, 60 Euro, krass. Ja. Okay. Planst du gerade die 900 schon mal, ja? Macht er. Ziemlich sicher.
Also wow. wenn wir 60 Euro nehmen, dann kommen wir. Oh. Ja, krass. 60, echt heftig. Ja, ich glaube, die haben halt in ihrem Podcast, weiß ich nicht, 100.000 Downloads oder so. Für 60 Euro kannst du Familienkarte bei Heavysaurus kaufen. Die treten jetzt Heavysaurus. Kennt ihr nicht Heavysaurus? Ich kenn's jetzt seit Wochenende. Ach so, wir haben es zusammen gehört, genau. Weil wir schenken das nämlich unseren Kindern so zum Advent im Endeffekt, weil die spielen halt kurz vor Weihnachten hier in Aschaffenburg im Kolossal. Und das ist eine Heavy-Metal-Band für Kinder, die so Heavy Metal, allerdings so 70er bis heute, ich würde sagen eher 70er bis 90er hauptsächlich spielen, also so Scorpions und sowas, aber eben mit deutschem Text, der kindgerecht ist und der meistens irgendeine ein Dino-Thema hat, weil die sind nämlich alle auch als Dinos verkleidet. Also du hast dann irgendwie vier Dinos, also in großen, wie man das so kennt, diese großen Dino-Gummianzüge. So Trigger Happy TV mäßig. Weiß jetzt, hatten die Dinos? Kann sein. Die hatten so große Eichhörnchen und sowas, aber ja, so in die Richtung. Und halt als Dinos und die machen aber ordentlichen Metal. Also wir haben zum Beispiel, weil meine Frau wollte hören, auf was sie sich da einlässt. Und da habe ich ihr von den Scorpions Rock You Like a Hurricane, aber eben in der Heavysaurus Version. Dinos wollen euch tanzen sehen. Genau, Dinos wollen euch tanzen sehen. Klingt aber wirklich sehr nach Scorpions. Also klingt wirklich sehr authentisch. Das ist echt so ein großer Quatsch. Das ist großer Quatsch. Und zum Teil singen da auch so bekannte Stars mit. Also Doro Pesch zum Beispiel singt in einem Lied mit, also von Warlock. Echt? Ja, kennt ihr jetzt natürlich nicht, aber ist egal. Was, Doro Pesch? Also Doro Pesch kennen wir schon. Also Doro Pesch kennst du schon? Natürlich, okay, ja. Also bitte. Also, der ist eigentlich gedacht. Also ich wohne ja hinter Mond, aber nicht hinter Mars. Ja, die singt auch ein Lied von Heavysaurus mit. Also ist schon, sind schon im auf dem Radar von, auch von richtigen erwachsenen Musikern. Das letzte Und Mammut, featuring Doro. Wenn es jetzt nicht verboten war, würde ich es ja direkt einspielen, aber kriegen wir halt und da, ganz schön Ärger. Und da kostet eben die Familienkarte 60 Euro, was wir auch schon relativ teuer fanden, aber ist dann ja am Ende auch nicht. Ich glaube, die Einzelkarte kostet so 20 Euro etwa. Wann würdet ihr eigentlich mit euren Kindern auf das erste reguläre Konzert, was eigentlich so, also wo ihr selber vielleicht auch hinwollen würdet, vielleicht die Kinder denselben Artist gut finden, gehen. Also ein richtiges Erwachsenenkonzert meinst du? Ja, was heißt Erwachsenenkonzert? Man sieht, ja, im Grunde das. Also nicht Heavysaurus halt, gell? Heavysaurus, nee, nicht Heavysaurus, das sondern. Das sind ja Kinder. Ja, genau. Also gut, jetzt Beispiel. Beispiel, ich würde jetzt auf ein Seed-Konzert gehen wollen und meine Tochter würde Interesse äußern. Oder Jan Delay oder sowas. Also, wie alt würdest du denken, muss ein Kind sein, um da mitzugehen? Man sieht ja auf Konzerten manchmal so Kinder mit so lustigen Mickey-Maus-Kopfhörern. Also so Ohrenschützer. Also du meinst jetzt natürlich keine klassischen Konzerte, gell? Weil also da war ich mit meinen Kindern schon. Aber nee, das ist ja, jetzt so die Beispiele, die ich genannt habe. Also Seed würde ich nicht machen, weil da bist du halt bekifft und ich würde nicht wollen, dass mein Kind in dem Alter schon bekifft ist. Ja gut, kannst du ja eher machen. Ich erinnere mich, mit Stefan war ich mal auf dem Seed-Konzert in Köln, glaube ich. Ja. Und das war halt, also da so doof. Warst du halt bekifft danach. Also das ging halt nicht anders, weil halt die Luft voll war mit, gut, aber damals wurde halt noch geraucht. Ich war mal in einem Jahr auf 4 Seed-Konzerten, das war schon nach dem Rauchverbot, war das nicht so schlimm. Also Open Air ist dann was anderes, da riechst du es dann schon hier und da, aber... Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich hinterher anders drauf war als vorher. Außer, dass ich Musik in den Knochen hatte. Viel Bass. Nee, aber zurück zur Frage. Also ich häng total von der Band ab, gell? Also klar, zu einem Speed-Metal-Moshpit würde ich jetzt sagen, ist auch nochmal was anderes, aber mal so ein reguläres Konzert. Irgendwie so, was weiß ich, Fantastische Vier, irgend sowas. Ja, so ein, oder keine Ahnung, irgend sowas, ja. Na, es halt, hängt halt total von den Plätzen, aber ich, keine Ahnung, wenn Christoph bei euch, wenn irgendwie Metallica ein Thema ist
und du nicht eben die Moshpit-Plätze unten nimmst, sondern in der Festhalle an der Seite irgendwo. Ja, das ist ja Quatsch, aber du gehst ja nicht auf ein Heavy-Metal-Konzert und setzt dich dann. Also das würde ich nicht tun. Da würde ich eher nicht gehen. Aber also, würdest du dann alleine gehen, würdest du die Kinder zu Hause lassen? Ja, ja. Und dann, aber ja, aber da müssen ja irgendwie, weiß ich nicht, 14, 15 sein, bis du, ja, genau, bis du mitnehmen kannst. Aber, ja. Nee, aber so ein gesittetes Konzert, wie der Bob beschreibt, ich meine, man muss sich natürlich überlegen, ob ja, frag mal den Stefan, wie gesittet Fantastischen Vier in der zweiten Reihe ist. Also da, ja, genau, geht das Kind drauf bei. Also das ist ja, das darf er nicht machen, wird klar. Totgetrampelt. Nee. Ja, aber ich habe jetzt zum Beispiel bei uns Afrika Festival, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber ja, gut, das ist immer was anderes. Das ist ja so, wo dann immer Max Herre spielt und sowas. Ja, das finde ich sehr unproblematisch. Gesittet. Ja, genau. Das ist unproblematisch. Das geht dann. Wo man sich halt schon auch ein bisschen Gedanken machen muss, gerade bei deutschsprachigen Sängern, ist halt, ob das alles für Kinder adäquat ist, gell? Was die so singen. Aber ja, gut, aber das Problem ergibt sich ja zu Hause schon, wenn sie dann das Interesse, genau, äußern, also ja. Es gibt sich zunehmend, ja, klar. Also wie gesagt, auch schon mal zitiert, wenn meine Tochter irgendwie ja die Lay-Texte rezitiert, wo es irgendwie heißt, der kleinste Pimmel hat das und das und die schieben sich gegenseitig ihre Schwänze in den Mund. Schlecht, ja. Schwierig, so, ja, aber ja, für die erste Klasse optimal. Sehr schwierig. Der Bär muss mal wieder gefistet werden. Ja. Es ist schwierig, aber auf der anderen Seite, das fliegt halt so weit über ihren Kopf, dass sie auch nicht auf die Idee kommt, ausgerechnet diese Zeile zu rezitieren. Also. Da muss man halt aufpassen, das fliegt jetzt über ihren Kopf und in einem Jahr und in zwei plötzlich nicht mehr und du hast aber dann mit der Musik angefangen. Ne? Also, ja, ich sehe das Problem. Ja, aber du, bevor sie jetzt anfängt, Frauenarzt zu hören oder so eine Scheiße, ja, oder was ist da noch alles für diese ganzen Super-Assis? Also, der Lutzes will dauernd Ärzte hören, ja, weil er das halt super findet. Immer wenn es bei uns im Auto läuft, findet er immer super und ich soll ihm eine Ärzte-CD brennen. Ja, dann halt nicht die Debil, sondern halt irgendeine andere. Nee, wo ich mich dann aber mal durch das Ärzte-Dings durchgehört habe. Und das ist echt schwierig, gell? Weil da ist halt, also nicht nur in jedem zweiten Lied ist das drin, wo ich mir denke so, das lassen wir mal lieber. Das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal, ja. Ja, hatten wir schon mal. Also das ist echt schwierig. Ja, einfache Lösung ist das Fahrer-in-Urlaub-Album, das viel harmloser. Jetzt mal zurück von der Musik unabhängig. So rein, mir geht es rein um die Frage. Das kannst du doch nicht von der Musik unabhängig machen. Also ja, also, dann sagen wir jetzt mal, die Musik ist vertretbarer deutscher Hip-Hop, Reggae, irgendwas, keine Ahnung, irgendwas Harmloses. Aber die Frage ist Lautstärke und du kannst eigentlich nicht in den Innenraum gehen, weil dann musst du das Kind die ganze Zeit auf der Schulter haben, sonst sieht es halt nur den Arsch vom Vordermann. Ja, das ist echt ein Problem. Das heißt, du musst wirklich das machen, was Stefan gerade angedeutet hat. Du musst irgendwo in eine Halle gehen, wo es einen Rang gibt. Und am besten einen Seitenrang, weil sonst schwierig. Ach, da hätte ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Ich würde dann eher irgendwie so ein gesittetes, gemütliches Reggae-Festival, wo man eben auch auf einer Picknickdecke. Aber auch da, um was zu sehen, musst du das Kind auf der Schulter haben, sonst sieht es nichts. Das ist das Problem, ja. Und ja, mir geht es ja da im Wesentlichen jetzt nicht darum, dass ich mal wieder auf ein, sage ich jetzt mal, Jan Delay-Konzert oder sowas, weil der hat jetzt gerade eine Tour angekündigt für nächstes Jahr, da kam der Gedanke so ein bisschen her. Klar würde ich da gerne hingehen und da würde ich auch gerne mit meiner Frau hingehen, ohne die Kinder, aber das wird nicht stattfinden. Aber mir geht es halt auch irgendwie darum, dem Kind sozusagen diesen Eindruck mal zu vermitteln, wie das da abgeht. Und wenn ich dafür dann selber auf dem Rang an der Seite sitzen muss und halt nicht unten mit hüpfe, ja, dann ist das halt so. Ist immer noch besser als nicht da gewesen sein. Das ja, aber wenn es dein Kind erschreckt, also weißt du, ihr sitzt da auf der Tribüne und es ist einfach zu laut, auch mit Mickey-Mäusen, weil der Sound komplett durch den Magen durchschlägt und die nach einer Viertelstunde keine Lust mehr hat, dann hast du halt eine Viertelstunde Jan Delay geguckt oder vielleicht eine Viertelstunde Vorband, wer auch immer das war, und dann gehst du halt. Das ist das Risiko. Also deshalb, ich würde das erst machen, wenn großer Eigenbedarf angemeldet wird. Also wenn klar ist, so, ich will Musikgeschmack haben. Papa, also wenn ihr jetzt im nächsten Jahr mit ihr die ganze Zeit Jan Delay hört und sie sagt so, oh, können wir das mal dieses Live, das möchte ich mal machen. Also bei uns ist jetzt Thema,
ist ein bisschen ab, aber Fußball immer mal wieder Thema. Irgendwie haben letztes Jahr intensiv, oder dieses Jahr, wann waren das, Frauenfußball-WM intensiv geguckt. Und die Große will halt unbedingt zum Frauenfußball. Also Fußball, wenn dann die Frauen, weil die Männer, das interessiert sie nicht. Da sind wir jetzt gerade überlegen, ob wir mit der mal ins Stadion oder ob ich mit ihr ins Stadion gehe, ist natürlich bei den Temperaturen auch nicht so ein großer Spaß. Ja gut, das kannst du ja ins Frühjahr verschieben oder genau, so. Ne? Genau, ja, ja. Die spielen jetzt gerade nicht hier oder weiß ich nicht, was ich da für eine Ausrede finde, aber die hat richtig Lust und die hat aber auch, als ich irgendwann mal bei den Männern im Stadion war und irgendwie ein paar Fotos ihr gezeigt habe, dass sie auch mal da in das große Stadion von den Männern gehen will und sich das angucken. Da habe ich aber gesagt, da bist du noch ein bisschen zu klein für. Aber mit einer Sechsjährigen auf die Gegentribüne da in den Elternrang sehe ich jetzt auch nicht so das Problem. Aber ich würde es halt nur machen, wenn sie sagt oder beide, dass sie das gerne sehen wollen, weil ich brauche die dann nicht zum Fußball zu schleppen und die interessiert es halt nicht. Dann gucken wir nämlich auch 5 Minuten von dem Spiel und dann ist es langweilig und dann können wir noch eine Wurst kaufen und dann gehen wir nach Hause. Nee. Also ja. Das wäre für mich sowohl jetzt beim Sport gucken als auch beim Das Durchhaltevermögen ist ein gutes Argument, selbst wenn sie es nicht schreckt. So ein Konzert geht vielleicht 2 Stunden. Und selbst wenn sie es geil findet, die Frage ist, wie Energie ist da, um das durchzuhalten, ne? Ja, klar. Ja, schon eine Frage. Und wenn dann nicht nur Lieblingslieder kommen, weißt du, wenn die letzten 4 Lieder, die sie spielen, die Lieblingslieder sind und dann wartest du halt irgendwie 1,5 Stunden in ihren Augen und hörst halt, ja, diese laute Musik und so, aber die Lieder, auf die sie wartet, die kommen dann halt ganz am Schluss oder 3 davon kamen am Anfang und dann kann man bitte gehen. Oder kommen gar nicht. Schlimmste, ja, okay. Also mit anderen Worten, ich brauche meine Frau auf Standby, damit ich das Kind dann rausschicken kann. Geh mal durch diese Tür, Mama wartet da. Schwierig. Aber dann kannst du natürlich wieder Innenraum nehmen, weil wenn du es nur 3 Lieder tragen musst, geht es. Ja, man weiß das halt nicht vorher, ne? Das ist ja, alles gut, sehr... Ja, gut, die Setlist krieg ich schon raus. Nee, ich meine jetzt so, wie das Kind darauf reagiert. Ja. Es kann auch genauso gut sein, dass sie das mega abfeiert und sich die ganze Zeit die Mickey-Mäuse von den Ohren reißen will. Aber ja, die drücken so, ich kann das doch auch ohne. Ja. Genau, nein. Nein. Weil du dann einfach taub bist. Oder du kaufst halt der Oma ein Zugticket, wenn das Konzert ist und übergibst die Betreuung. Ja, nee, also das Interesse, mal auf so ein Konzert zu gehen, hat sie durchaus schon geäußert und Jan Delay feiert sie ziemlich. Von daher, das würde schon zusammenpassen und ich hatte sie neulich mal gefragt, was sie von so einer Idee halten würde, wenn man sowas nächstes Jahr mal machen würde. Ich würde da eher an den Sommer denken und irgendwo Open Air gehen oder so, damit es mit dem Schalldruck auch ein bisschen easier ist als Indoors. Ja, und dann also kannst du ja auch immer ein bisschen weggehen, also ja, so, ja, bist halt nicht in der ersten Reihe, sondern der 85. Ihr müsst nächstes Jahr einfach mal zu uns aufs Kommt kommen in Aschaffenburg. Dieses quasi Reggae-Festival bei uns. Da kommt halt niemand, den sie kennt, ne? Also sie würde schon gern, glaube ich. Da kommen unbekannte Bands, aber da hast du halt dieses Konzert-Feeling. Die andere Idee wäre, weil wir haben Karten für nächstes Jahr für ein La Brass Banda-Konzert. Mhm. Und es feiert sie auch ziemlich. Und das wäre die andere Idee. Aber das ist halt irgendwo in der Halle in, ich weiß gar nicht, Hanau oder sowas. Das ist auch die Frage. Die Karten haben wir aus Gründen, die jetzt hier nicht hingehören. Und die Frage ist, wer geht da schlussendlich hin? Also genau, kommt die Oma und ich gehe mit meiner Frau dahin, weil das einfach ein Riesenfetz ist, dieses Konzert. Wir waren schon mal bei La Brass Banda damals in der Batsch Cup in der alten noch. Das war, also ich so durchgeschwitzt war ich lange nicht nach einem Konzert. Oder die andere Variante, das Kind interessiert sich dafür, vielleicht geht das Kind dahin und schwitzt sich durch, aber auch da bleiben dieselben Fragen offen. Geht das oder ist das noch zu früh? Aber gut, ihr habt auch keine Antworten, ich nehme das zur Kenntnis und fordere hiermit Hörerinnen und Hörer da mit Kindern an. So im Bereich zwischen, sagen wir mal, 5 und 10 Jahren auf, dass ihr eure Erfahrungen vielleicht mal in die Kommentare schreibt, das würde mich interessieren. Oder natürlich auch Ältere, wie habt ihr das früher gemacht? Genau. Ja, oder halt so, genau, mit Erfahrung in diesem Alterscluster, ob die jetzt 10 Jahre her sind oder nicht, sei mal dahingestellt.
Oder habt ihr, weiß nicht, Kinder mit 12 mitgenommen und die sind schreiend davongelaufen? Also, es wäre ja auch eine interessante Information. Was waren eure ersten Konzerte, wo eure Eltern euch mitgenommen haben? Also von Klassik jetzt mal abgesehen, nicht mitgenommen, sondern mein Vater ist mit mir zu Heute die, Morgen du gegangen. What? Ja, das war ein kostenloses Open Air. Das war irgendwo mitten in Frankfurt. War das vor der alten Oper? Ich weiß nicht, also irgendwo mitten in der Stadt war das. Und das war so ein Konzert, wo so verschiedene Künstler aufgetreten sind, um gegen Rechtsradikalismus zu demonstrieren. Und das war ziemlich cool. Das war so Scorpions und Ute Lemper und Grönemeyer und Westernhagen und so. Also haben alle, die damals irgendwie, das war so Anfang der 90er, haben da gespielt. Das war echt cool. Und ich glaube, das erste richtige Konzert, wo mein Vater, aber nicht so, dass er mich mitgenommen hat, sondern er ist mitgekommen, weil ich nicht alleine gehen durfte, weil ich noch zu jung war, war Running Wild mit Vorgruppe Grave Digger bei uns hier in Aschaffenburg. Da bin ich ja immer beim hessischen Digger und kann das irgendwie nicht so ernst nehmen. Hey, Grave Digger, Rave Digger, Rave Digger. Ja, genau. Fand er sehr lustig, obwohl mein Vater ja überhaupt kein Metal gehört hat. Aber ist dann mit mir zum Running Wild Konzert gegangen. Oh Gott, ja. Okay, krass. Da war ich, glaube ich, 14 oder so. Oder vielleicht 15, ich weiß nicht genau. So in dem Dreh. Ja, bei mir war es, glaube ich, so mit 12, glaube ich, waren wir bei Harry Belafonte. Ist nicht so aufregend, aber das haben meine Eltern ausgesucht. Aber ich habe, also ich glaube, Festhalle, zweiter Rang, also wirklich so ganz oben am Ende der Welt. Aber dieses erste Wahrnehmen von diesem krassen Schalldruck, den so eine große Anlage halt kann, das ist schon beeindruckend gewesen. Also weiß ich auch noch. Oh, ich glaube, vor Running Wild war mein Vater noch mit mir bei Brian May. Weißt du, ich habe irgendwie nicht ganz aufgepasst. Wie alt wart ihr? Ich glaube, ich war so 14. Ich war 12 ungefähr. Stefan war 12. Also bei Heute die Morgen, du war ich wahrscheinlich auch so ein bisschen jünger, 13 vielleicht, keine Ahnung. Und Brian May war ich dann so 14, 15, sowas. Ja, da passe ich genau irgendwie so mehr oder weniger dazwischen. Meine erste Erinnerung, ich meine, ich bin ja DDR-Kind gewesen, insofern, also jetzt unter... Du warst Pudi. Ihr hattet ja nichts. Nee, ja, wir hatten nichts, also unter Pudi unter oder 11. Nein, eben nicht. Da war ich überhaupt nirgends auf Konzerten. Ich glaube, ich war nicht mal aware, dass es das Konzept überhaupt gibt. Und meine ersten Erinnerungen sind diese, ich würde jetzt lieben, wenn ich sagen könnte, dass ich bei David Hasselhoff war, als er die Mauer umgesungen hat, aber da war ich leider nicht. Aber ich glaube, die Wiedervereinigungsfeier, das muss ja dann 1990 gewesen sein, da wäre ich dann so, ja, nicht ganz 13, 12,5 sowas gewesen. Da ist Chris de Burgh aufgetreten. Und daran, oh, wow. Das ist meine erste Erinnerung an ein Konzert. Ob ich da vorher vielleicht mal irgendwo anders auf irgendeinem anderen kleinen, wo irgendein namenloser Mensch aufgetreten ist, das weiß ich nicht mehr. Aber das ist meine erste Erinnerung. Chris de Burgh in meiner Erinnerung am Alexanderplatz, aber das muss nicht stimmen, das kann auch irgendwo da. Ich glaube, ich würde kein einziges Lied von Chris de Burgh kennen. Also ich weiß, dass es den Lady gibt, aber... Lady in Red. Das kennst du, oder? Ich finde die Version von Bob wesentlich besser. Wir sollten die einspielen. Das finde ich super. Und es ist auch so weit weg. Und ich kann nicht singen. Dass wir kein GEMA-Problem kriegen. Nee, absolut nicht. Da sind wir sicher. Aber du wirst doch Chris de Burgh Songs also, kennen, oder? So wie du es gesungen hast, könnte es auch Master of Puppets sein. Ja, auf jeden Fall. Nee, ich glaube den wirklich nicht. Ich weiß, wie der aussieht, dass der so eine komische Playmobil-Frisur hat, aber... Hat er doch, oder? Ja, passt aber sehr. Aber schon. Don't Fade a Ferryman, das kennt man doch. Nee. High on Emotion. Das, also es sind schon, nee, also ich kenne ich wirklich überhaupt nicht. Ich würde gerne noch, kannst du High on Emotion nochmal ansingen? Es ist auch High on the Tonleiter, von daher nein. Singt er nämlich ganz schön hoch rum.
Fantastisch. Okay. Nee, also gut. Christenberg für mich. So, da haben wir das jetzt auch geklärt. Wie sind wir denn jetzt da gelandet? Was war denn eigentlich das Thema? Ach, Bromania, ja. Ja. Christoph, du wolltest noch über die NFL reden oder noch nicht mehr? Ja, wollte ich. Hier, ich habe jetzt nur gerade geguckt, wann die Back to the Light Tour von Brian May war. Die war 1993. Das heißt, da war ich 15. Wahrscheinlich. Ja. Oh. Ich finde zwar nicht, wo sie in. Ich verstehe es nicht ganz. Ich finde keinen Eintrag, wo sie in Frankfurt gespielt haben. Und ich war da in Frankfurt, aber. Ja, Festhalle, ja. Oder? Ja, aber ich habe hier, steht hier nur Köln, Hannover, Nürnberg und dann ist Paris. Vielleicht war es davor in. Das stimmt hier auf jeden Fall. Nee, ich war da. Ich war in dieser Schildkrötenhalle in Höchst. Jahrhunderthalle. Schildkrötenhalle? Ja, ach, sieht doch aus wie Schildkröte. Da trinke ich immer nur Wein. Da bin ich immer sehr, sehr, sehr betrunken weg. In diese Halle habe ich nur Alkoholerinnerungen. Aber gut. Da war ich bei Manowar, wo meine Schuhe auseinandergefallen sind. Oh ja, die Story hast du hier im Podcast erzählt. Ja, natürlich. Genau, NFL. Das ist ja lustig. Ja, weißt du, wann das war? 93? An Bobs Geburtstag. Gut, wir kannten wirklich? Uns nicht, aber es war an Bobs Geburtstag. Das ist gut. An meinem Geburtstag sind wir auch ohnehin schon öfter auf Konzerten gewesen, Stefan, du und ich, oder? Sind nicht die Fantas in Frankfurt immer an meinem Geburtstag aufgetreten? Ja, es war immer so ungefähr, gell? Ja. Ja, nicht nur ungefähr. Wir sind, glaube ich, mindestens zweimal direkt an dem Tag da gewesen. Ja, kann sein. Das ist wirklich spaßig an Bobs Geburtstag. Tja, abgefahren. NFL wollte ich noch kurz drüber sprechen. Ich habe ja RTL Plus, diesen Streamingdienst. Das sagtest du heute bereits schon mal. Den sonst keiner hat. Können wir nochmal klarstellen, dass du nicht von denen bezahlt wirst, nicht, dass du so und so unterstellt, weil du das immer so erwähnst. Ja, aber ich meine, wir plagen jede Woche Netflix, ganz selbstverständlich, und gibt halt auch andere Streamdienste, und RTL ist halt auch einer. Also, und was wirklich cool ist, ist, dass man da eben auch NFL schauen kann. Und das habe ich jetzt die Woche mal gemacht. Als Aufhänger habe ich genau dieses Spiel, was der Stefan schon angesprochen hat, dieses Spiel, was in Deutschland abgehalten wurde. Colts Patriots. Was? Jetzt kackt uns der Christoph gerade weg. Musst du nochmal neu verbinden? Diese lustige Hessen-Warn-App hat dann hier so polizeiliche Warnmeldungen durchgegeben. Im Großraum Frankfurt findet das NFL-Spiel statt und die Polizei Frankfurt hat sich auf den Einsatz gut vorbereitet und bla 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 und alles. Wir begleiten sie auf dem Weg zum Stadion und zu den Veranstaltungsorten. Und ich dachte mir, Himmel, Herrgott, was passiert denn jetzt? Also, wenn diese das ist doch gewohnt harmlos, also es ist doch wie ein Eintrachtspiel. Ja, aber da kommt die Meldung nicht jedes Mal. Da kommt nicht jedes Mal in Hessen waren hier Eintrachtspiel, sondern es kam jetzt nur wegen NFL. Ja, aber eher doch harmloser als beim Eintrachtspiel, weil die Leute viel weniger aggro sind, oder? Ja, hätte ich den jetzt auch so ist gedacht. Ist es auch egal. Ja. Ja. Ja, erzähl. Das Spiel war leider ein bisschen öde, fand ich. Ja. So, vielleicht toll, deshalb ein bisschen wie Fußnägel schneiden. Vielleicht war deshalb polizeieinsatzmäßig nichts zu holen. Das würde ich sagen, ein bisschen wie Fußball, aber so öde war es dann nicht. Also eher wie Fußnägel schneiden. Nee, also Fußnägel schneiden ist ja bekanntlich viel aufregender als Fußball. Auf jeden Fall. Passiert also, viel mehr. Fußball ist schon. Kann man sich also, viel mehr wehtun, also als Zuschauer. Also ja, als passiert halt zehnmal was. Beim Fußball passiert halt nicht zehnmal was. Aber ich bin nicht hier, um über Fußball zu lästern, sondern über Football zu sprechen. Und tatsächlich über auch ein bisschen über RTL Plus. Es tut mir leid, ich werde nicht von denen bezahlt, aber ich finde es wirklich gut. Ich schaue da jetzt immer die Zusammenfassung, und zwar, es gibt da verschiedene Arten von Zusammenfassung. Also du kannst entweder das Komplettspiel schauen. Ich weiß gar nicht, wie viele, so eine Auswahl. Oder du kannst so einen 40 Minuten Zusammenschnitt schauen, wo du eben praktisch kondensiert nur die Action siehst, also nur netto Spielzeit. Und wer kommentiert das dann? Du kriegst das Original-Dings, das ist dann zum Teil auch abgeschnitten. Ja, du hörst dann was,
die fangen an zu reden und dann schneidet es weiter. Also hört also das Musik. Gleiche wie auf genau. Du YouTube. Siehst den. Ich weiß nicht, ob das bei YouTube auch so ist. Da gibt es halt die 10-Minuten-Version, aber da ist auch der Original-Kommentar drauf und das hat auch immer Cut, Cut, Cut. Genau, ist auch Cut, Cut. Aber hier siehst du eben tatsächlich alle Spielzüge. Ne? Also du siehst nicht, weil das gibt's auch. Es gibt diesen 3-Minuten-Zusammenschnitt noch, wo du eben nur die Touchdowns und was, keine Ahnung, die wichtigen und Interceptions oder sowas siehst. Hier siehst du wirklich alle Spielzüge, aber eben nicht dieses, sie lassen die Uhr runterlaufen, es gibt irgendwelche Diskussionen, keine Ahnung, dies und das, ja, und dann ist eben das Spiel nur noch 40 Minuten lang. Das ist natürlich ein bisschen anstrengender zu schauen, weil du halt echt konzentriert sein musst. Du hast halt nicht diesen Leerlauf, den du beim Football normalerweise hast, aber es ist wirklich, man kriegt dann die ganze Action, gell? Also ich find's cool. Und sind da Wiederholungen dabei? Was meinst du mit Wiederholung? Naja, wenn jemand, also wenn irgendwie ein Touchdown passiert, dass der dann nochmal gezeigt wird. Ja, das ist zum Teil dabei. Nicht viele, aber ja, es sind so, wenn so bei ganz besonderen, ja, doch, das wird gezeigt. Und dann ist auch so ein Spiel wie jetzt das Patriots-Spiel ist erträglich. Was vollkommen krass ist, ist ein anderes Spiel, was ich gesehen habe, nämlich Lions gegen Chargers. Gegen Chargers, Detroit das gegen war Los Angeles. Vollkommen krass. Also eine Offense-Schlacht, wie man sie selten sieht. Es sind gefühlt, weiß nicht, 8 Touchdowns auf jeder Seite. Nee, ganz so viel waren es, glaube ich, nicht. Aber es waren, ich glaube, 5 auf jeder Seite, oder? 40-40? Ich weiß nicht mehr genau. Wie ist der Ausgang? 41-38. Genau, es war nämlich wirklich so, dass die, also ein Touchdown jagt den anderen, ewig lange Laufspiele, krass lange Pässe. Doch, 5 auf jeder Seite, 10 Touchdowns. Krass, gell? Wow. Und dann am Ende entschieden in den letzten, ich weiß nicht, 10 oder 3 Sekunden durch ein Field Goal. Also das war wirklich, mit auslaufender Uhr, genau. Ja, es war voll krass. Ein krasses Spiel, also wirklich heftig. Ja, aber die Quarterbacks auch beide über 300 Yards gemacht. Also das ist halt absurd. Völlig absurd. Ja. Wo man halt auch einfach sieht, ja, war die Defense wahrscheinlich auf beiden Seiten auch einfach schlecht. Gell? Also ja, es gab ein Interception, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, hier jetzt in den Daten. Ja. Und ja, aber hier Amon-Ra St. Brown mit deutschen Wurzeln. Ja, genau. 8 Catches für 156 Yards und ein Touchdown. Das kann man schon mal lassen. Ja, also mit Abstand der Meister auf seiner Seite. Ja. Also meisten Yards. Aber trotzdem schon gut. Ja, krasses Spiel. Ja, macht Spaß. Also ich habe jetzt doch wieder ein bisschen Feuer gefangen. Ich werde wieder mehr Football schauen, glaube ich, in Zukunft. Also du guckst es ja zusammengedampft. Genau, auf 40 Minuten. Auf 40 Minuten und nicht am Sonntagabend irgendwie. Nö, ich schaue es dann irgendwann in der Woche. Und dann kann man auch mal auf dem Klo ein halbes Footballspiel schauen. Das ist echt ganz gut. Ja. Ja, ich schaue ja mittlerweile dieses Red Zone, wo die quasi alle Spiele parallel zeigen und immer hin und her schalten, wo gerade Action ist. Dann geht es dir wahrscheinlich ähnlich wie mir die Woche. Ich habe nämlich die Woche dann den Fehler gemacht, dass ich auch ein paar von diesen 3-Minuten-Dingern geschaut habe und dann weiß man hinterher überhaupt nicht mehr, was man gesehen hat. Es ist einfach nur Feuerwerk. Genau, das kann man nämlich nicht. Also ich habe das irgendwie, ich habe noch irgendwas parallel gemacht und dann merkst so, wow, du kriegst jetzt gar nichts mehr mit, was da passiert. So, ja, ja. Touchdown, Touchdown, Touchdown. So, ja, aber wer? Und in der Woche davor habe ich es wirklich konzentriert geguckt, also wirklich hingeschaut, so, ja, wer ist jetzt dran? Und wenn du da hinschaust und mitdenkst und dir das richtig anguckst, ich fand es total geil. Ich finde, man hat richtig viel davon. Und ich finde das sehr schön. Also man guckt halt richtig viel Football an dem Sonntagabend, eben Druckbetankung. Und kriegt halt doch richtig so das Zentrale von den Spielen mit, wo es knapp ist. Also wenn jetzt irgendwie so ein Shootout ist, irgendjemand gewinnt 40-3 oder so, da werden dann immer nur mal ein Touchdown gezeigt und sonst nicht viel von den Spielen, weil, jo, passiert halt nichts.
Aber da, wo es halt knapp ist, da, wo es irgendwie ein Score Abstand hat, da schalten sie dann auch dauernd wieder hin. So, ja, jetzt ist hier nochmal was passiert. Oh, Turnover und das ist passiert. Und jetzt versuchen sie hier Dritter und Lang. Gucken wir uns mal schnell an. Und ja, das ist echt, also krass. Ja. Aber auch anstrengend. Also ich muss sagen, damit abends auch immer ein bisschen groggy, wenn ich das geguckt habe. Ja, das glaube ich. Ja. Schön. Ja, sehr gut. Ein abschließendes. Wo schaust du NFL? Also, was ist das für ein Abo, was du da hast? Das ist The Zone. Das ist das so, das heißt praktisch Datsen. Wie Premiere früher, oder was? Genau, ja. Die haben eigentlich die Bundesliga gekauft und zeigen da halt Bundesligaspiele. Deswegen hat es ein naher Verwandter von mir und das kann man ja auf mehreren Geräten nutzen. Ah, okay. Und da er sonntagsabends sich nicht für Football interessiert, kann ich da in Ruhe gucken. Ach so, da kann immer nur einer schauen. Ja, genau. Verstehe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hätte sagen sollen. Kann man auch ausschneiden. Ja, das ist bei RTL Plus ist genauso. Können auch mehrere, aber dürfen halt nur zu einer Zeit. Genau, und es weiß ja niemand, ob er nicht doch rüberfährt, um das mit mir zusammen zu gucken, damit ich ihm die Regeln erklären kann. Genau. Apropos Regeln, es gibt ja im November die Regel, also in Amerika ist es, glaube ich, ganz groß, bei uns ist es noch nicht so, dass man als Mann sich den Oberlippenbart nicht rasiert, sondern ihn einfach wild sprießen lässt, um den Movember zu begehen und dort auf Krebskrankheiten für Männer, gell? Hinzuweisen. Ja, Prostata-Vorsorge. Genau. Und der Christoph, es ist endlich mal wieder Zeit. Christoph redet über seine Genitalien. Gar nicht. Ja, das Problem ist, ich rede erstmal über meine Oberlippenbehaarung. Das Problem ist nämlich, ich bin ja jetzt 45 Jahre und Elektroingenieur und 42 Jahre. Wie auch immer. Wenn ich mal, da muss ich da zum Architekten oder zum Archäologen? Genau. Besser zum Archäologen. und ich habe immer noch kein Bartwuchs auf der Lippe. Das ist echt das Problem. Also ich habe ein bisschen Bartwuchs, aber es reicht nicht, um mir ein Schnauzbart stehen zu lassen. Jedenfalls nicht in einem Monat. Du müsstest halt im Juli anfangen für den November. Auch da nicht. Ich krieg einfach kein Schnauzbart. Das ist verlorene Liebesmüh. Ich habe das ja, als ich mal den Bart abgenommen habe, habe ich mal nur den Oberlippenbart stehen lassen. Das sieht ganz schön scheiße aus. Sieht immer scheiße aus. Sieht nicht immer scheiße aus. Beim Flo sieht's gut aus, finde ich. Oh ja, das ist aber wild, was der macht. Das ist wild, aber sieht cool aus. Not so sure. Findest du nicht? Ich finde schon, doch. Flo, wenn du das hörst, no hard feelings, aber mein Style wäre das nicht. Ich find's gut. Aber habe ich halt nicht. Also diesen Bartwuchs habe ich nicht und deswegen muss ich die andere Variante wählen, nämlich mich der Prozedur unterziehen und dann im Podcast darüber sprechen und so für Prostata-Vorsorge-Awareness sorgen. Ja, ich war wieder, ich hatte so ein bisschen mit mir gerungen, ob ich dieses Jahr wieder soll. Habe ich da Bock drauf schon wieder? Das Jahr ist so schnell vergangen. Und dann hat mich meine Arzt-App, wo man irgendwie so Termine vereinbart, darauf hingewiesen, dass mein Termin in Kürze bevorsteht. Und da habe ich mir gedacht, scheiße, ich habe wohl letztes Jahr direkt den Termin für dieses Jahr gleich gemacht. Na gut, dann muss ich wohl. Und habe ich dann gemacht. Und war dieses Jahr schon entspannter als letztes Jahr, muss ich sagen. Also ich war stolz auf mich. Ich sehe schon, du findest noch 10 Jahre und du findest Gefallen daran. Gefallen noch nicht. Ich habe auch diesen rektalen, wie nennt man das, Ultraschall der Prostata, das habe ich noch nicht gemacht. Das ist mir noch zu heavy. Das ist auch harmlos. Das ist aber halt noch dicker als der Finger meines Urologen und dachte ich, da warte ich mal noch ein, zwei. Hast du da schon Erfahrung mitgemacht, Bob? Das wurde bei mir mal irgendwann gemacht. Hast du das nicht schon mal erzählt? Ja, ich meine, ja, das habe ich dir schon mal erzählt. Das ist irgendwie der
wollte da irgendwas. Und dann hat er gesagt, dann machen wir da jetzt noch Ultraschall. Und ich so, ja, okay. Ja, ist nicht weiter spektakulär. Entspannen ist der Keypoint. Genau, entspannen. Richtig. Das ist halt unspektakulär, wenn man schafft, sich zu entspannen. Dann ist es unspektakulär. Aber das schaffe ich jetzt besser als letztes Jahr. Aber, also ich habe dieses Jahr nicht dem Arzt den Finger abgeklemmt. Aber. Sag, du solltest vielleicht nochmal mit deiner Haftpflichtversicherung reden, wenn du dieses Ultraschallgerät beschädigst. Wenn ich es abzwicke. Das ist verbogen. Was ist denn da passiert? Ja, genau. Diese Ultraschalllanze aus Edelstahl ist kaputt. Nee, das ist aus Plastik, Herr Perle, bei uns. Was haben Sie da gemacht? Bei uns ist das aus Plastik und das ist vorne. Das kann wahrscheinlich auch nicht aus Edelstahl, sonst kann das wahrscheinlich diesen Schall da nicht, oder weiß ich nicht, ehrlich, ist nicht vorne aus. Dicker als hinten, ist also tailliert. Also ich habe das Gefühl, das hat schon mal jemand abgezwickt. Nee, ist halt so eine Dildo-Form. Das ist schon so angelegt, glaube ich. So ein. Ja. Das hat ja auch ein Kondom drüber. Ja, nee. Also das habe ich noch nicht gemacht. Da, so hart bin ich noch nicht. Das mache ich dann, wenn ich. 50 bin oder 47 oder keine Ahnung, übernächstes Jahr. Aber sonst halt Niere, so Blase. So alt wie Tommy Lee Jones, wolltest du sagen. Und so weiter, ja genau. Also in Man Black. Genau, ich hab's über mich ergehen lassen und es war nicht sehr schlimm. Also ich habe das, man gewöhnt sich dran. Ist jetzt fast ein bisschen schade irgendwie, ich hatte auf spektakulärere Geschichten gehofft. Es ist gut für dich und gut, dass du das geschafft hast und Gesundheitsvorsorge immer wichtig und so, aber genau. Die Geschichten für den Podcast hätten schon ruhig spektakulärer ausfallen. Ist nicht richtig Podcast Gold, aber ich wollte genau darauf ja hinweisen, dass selbst für mich wird es jetzt, ist es jetzt im zweiten Jahr schon nicht mehr so schlimm und durchaus erträglich. Also macht das, ihr da draußen, wenn ihr in unserem Alter seid. Es ist wichtig. Also über 40, macht das auf jeden Fall. Ja. Und ihr müsst euch dafür keine fragwürdigen Bartmoden ins Gesicht wachsen lassen. Ihr müsst einfach nur dahin gehen. Genau. Das ist das Entscheidende. Richtig. Gut. Noch so richtig Public Service Announcement in der Sendung. Ist ja so, bleibt noch ein abschließendes Thema und zwar was... Ich hoffe, ich bin nicht dran. Ich habe es nämlich nicht vorbereitet. Was schauen wir bitte nächste Woche, Christoph? Nee, Stefan ist dran, ich schaue nächste Woche wahrscheinlich Napoleon. Vielleicht auch erst übernächste Woche, weil der kommt nämlich nächste Woche ins Kino mit Joaquin Phoenix und da will ich unbedingt reingehen. Es sieht so fantastisch aus. Es sieht echt fantastisch aus, ja. Ich habe es wieder nicht mitgekriegt. Und was ich auch schauen will in den... So ein bisschen Joker-Vibes irgendwie. In den so kommenden Wochen, weil er bald bei Prime rausfliegt, ist House of Gucci von Ridley Scott. Den hatte ich auch noch nicht gesehen und den will ich auch noch unbedingt schauen. Also vielleicht nehmt das wahr, wenn ihr Prime habt. House of Gucci. Muss man, glaube ich, gesehen haben. Werde ich mir auch noch anschauen. Aber was schauen wir denn als Hauptfilm nächste Woche? Neben natürlich dem nächsten Black Mirror, wo ich nicht weiß, was es ist. Ihr werdet es wissen. Halt die Folge nach Junipero. Die Folge nach Junipero, genau. Wir gehen aber zum gleichen wie heißt das? Netflix. Ja, genau, Netflix. Und wir, ja? Die Folge nach Junipero heißt übrigens Man Against Fire. S3E5. So, jetzt okay. Du wieder. Okay, kann ich mich überhaupt nicht sagen. Ja, bin gespannt. Männer aus Stahl. Ja. Wollt ihr raten oder soll ich gleich direkt? Warte mal, Netflix, ich gucke halt mal, was mir empfohlen wird. 6,9 auf der unabhängigen IMDb-Skala. Ja, ich weiß. Richter-Skala. Bestimmt der neue Fincher, oder? Genau, wir schauen den neuen Fincher. Naheliegend. Der Killer mit Michael Fassbender und Tilda Swinton. Ja, okay, das war. Muss man wahrscheinlich eh gesehen haben, von daher. Genau. Düster, die Nummer spannend. Eins unter den Filmen. Ja. Und Netflix hat noch keine prozentuale Übereinstimmung für mich zur Anzeige. Bei mir auch nicht. Vielleicht noch nicht genug Daten gesammelt. Kriminalfilme, Thriller, Krimi-Thriller, düster, Krimi-Thriller. Ich habe mich gerade hier verheddert kurz. Der Bourbon macht meine Zunge knotig. Düster und spannend.
Nun denn. Ja. Ich hoffe ja, dass er so ein bisschen Noir-Vibes hat. Das Bild sieht so aus. Ja, gell? Ja. Was ist das, eine Vespa? Hat der da ein Scharfschützengewehr auf einer Vespa oder was ist, was hat der da in der Hand? Wahrscheinlich sehen wir gar nicht das gleiche Bild. Ich sehe ihn durch ein Rohr gucken von oben aus vom Balkon irgendwie runter. Ja, bei mir steht er in einer dunklen, lustigen, nebligen Gasse. Die gegenlaufen. Okay, ja. Netflix hat offensichtlich mehr Varianten, was es den Leuten zeigt. Ja, ja, offensichtlich. Nun gut. Ja, dann schauen wir das. Das schauen wir. Besprechen es in der kommenden Woche in den Kommentaren. Schreibt ihr bitte rein, was eure ersten Konzerterlebnisse war und wie alt ihr da wart oder wie ihr das mit euren Kindern gehalten habt. Außerdem, was ihr von unseren Filmbesprechungen gehalten habt und im Zweifel postet ihr Fotos von euren Oberlippenbärten. Genau. Oder schreibt dem Christoph aufmunternde Worte, wie das mit diesem Ultraschallding wird. Genau. Und damit belasse ich das bei den Aufrufen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet nächste Woche wieder ein und tschüss. 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 Jetzt haben wir gar nicht besprochen, dass die Claudia uns einen Kommentar geschrieben hat. Oh, stimmt. Und uns sogar recht gegeben hat. Das ist ja... Tiss. Passiert nicht oft. Wir sind praktisch approved. Wir sind geadelt worden. Ja. Die Pöbelschwester hat nicht gepöbelt. Ja gut, aber dieser Film war halt auch, da kann man sich leicht drauf einigen, ne? Der von letzter Woche. Naja.